Yeah, White Russian, jetzt auch original ohne Joey Fleming. Guten Abend, die Herrschaften. Ich muss jetzt mal ganz kurz da einsteigen hier mit meinem ganz aktuellen Kurpfälzer Akzent einschlagen, weil ich glaube schon wieder halb nichts in einem Tee habe. Aller hopp, jetzt da in der 9 sind wir schon wieder angekommen, da ist Session 9, gell, von der Episode 7, da müssen wir jetzt gar nicht lang drüber reden, das wisst ihr kennt ja lesen, die meisten von euch haben das ja schon auf die Reihe gekriegt, gell. Ich weiß nicht, aber die meisten müssen es wissen, dass es die Session 9 ist. No, 9, entschuldige bitte, mein Hochdeutsch ist halt nicht so gut, die Session 9 ist. Also, was ist passiert bei der 8er, nicht viel da, die Dubbish Billy, die Blade Transe da, die Dubbish Tuck, Alter, hat gleich mal ein paar auf die Fresse gekriegt. Verdienter weiß, ne, wer fast nach so einem blödes Pulver fast trau am Piratenschiff, kehrt auch gerade nochmal hin draufgeschlagen, da müsste Vladmis vorbeikommen, oder der Alex, ist mir doch egal. Einer von denen zwei, zack, eine auf die 12 Kau, das kehrt sich so, und dann waren sie gefragt, warum, gleich nochmal eine hin drauf, und waren sie heilt dann gerade, weil der heilt die Blödkuh. Aller halt geht's weiter jetzt mit der Session 9 auf jeden Fall, Herz euch auch, gell, da, der Depp, ne, der Depp ist wieder dabei und der hat gemeint, dass es halt weitergehen muss und deswegen machen wir jetzt auch, da brauche ich mich jetzt gar nicht lang aufzuhalten, gell, das Herrn Chef, ah, dann wisst ihr, was los ist, oh, bis zum nächsten Mal, Eierdüse, gell, tschüss. Jo, und bevor ich's vergesse, sage ich gleich noch hinterher, viel Spaß und bleiben geil, ne, jo, tschüss. So, also Billy ist im Auto weggepennt im Endeffekt und wird jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr aufwachen, ich weiß auch gar nicht, was ihr jetzt machen wollt. Ich bin jetzt ruhig, ich habe eh viel zu viel gelabert, letzte Session. Dann wird sie wohl ins Bett gebracht. Danke. Jupp. Kleine, große Schwester. Sie macht die Türen auf, ich trage dich. Danke. Antackst du mich auch? Pelz zuzudecken. Nee, nee, erstmal musst du mich antacken, wenn ich im Bett lieg. Und dann mit der Decke eintacken. Ich werde die nicht ausziehen, das kann Jojo machen. Dammit. Jojo wird dich nicht antacken. Wenn du so dämlich bist, dir deinen Schwanz zurückzubinden, da kann die doch nichts für. Alter. Mit solchen Freunden brauchst du keine Feinde, ey. Nee, echt. Da denk ich nicht dran. Keine mehr. Billy geht nochmal zurück auf den Hosen, rennt in die nächste Databomb rein. Ich will nimmer. Spaß. Jetzt pass mal auf, Leonette. Wir hatten eine Menge Spaß, aber jetzt wird's ernst. Suicide-Bomber. Sie zieht sich noch vorher in Turban übers AR und dann über ihre Persona. Also. Nee, also, ja, was denn? Nee, mit die du hast gesagt, Billy erholt sich. Sie braucht halt Schlaf, ganz klar. Sie kann auch wahrscheinlich noch sagen, ich muss schlafen, mir geht's scheiße, ist wieder versaut. Alles, was ist denn scheiße. Passiert? Nix, vergiss es. Dumme Scheiße mit den Drecks-Data-Bombs. Data-Bombs. Merkt er eigentlich, wenn sowas hochgeht? Ich denke doch. Das ist nicht gut. Herzlichen Glückwunsch, dann weiß, je nachdem wie viel er darüber redet, jetzt zumindest jemand, dass da ein gewisses Interesse herrscht. Das war vorher schon klar. Nur dass, nicht, dass wir aktiv werden Richtig, würden. Nicht, dass wir aktiv sind. Das weiß aber trotzdem nicht, dass wir aktiv sind. Nicht direkt. Nein, je nach Paranoia kann sie sich das jetzt denken. Und wir müssten halt mal die ganzen Daten sichten, die ich gezogen habe. Was hast du für Daten gezogen? Das alles. Das ist jetzt die Stelle, an der der Spieler da reden darf. Yay. Oh Gott! Zum einen, ihr habt, also das ist ganz viel, ihr braucht jetzt nochmal zu sichten, bla bla. Sie haben ein paar, ich habe ja geschrieben, die Squatter sind zwar mit einem Essen versorgt, aber manchmal, wenn so ein Lohnsklave die ein bisschen treten möchte, dann darf der die auch ein bisschen treten, dann muss man ein bisschen Geld bezahlen, aber nicht an die Squatter, versteht sich. Und da wären auch ein paar, so in die Richtung Snuff-BTS gemacht und sie haben wohl da ein kleines Übereinkommen, also die Fleischer mit den Königen von Moskau da, um sich ein bisschen im Snuff-BTL-Handel abzusprechen und ein bisschen was auszutauschen, sowas in der Richtung. Dann gibt es ein paar Textdateien von den Aufpassern da, so nach dem Motto, warum man überhaupt die Schicksal da hinten reinlässt und was das soll, und dann wird halt erklärt, okay, die bezahlt relativ viel Kohle, nämlich 1 pro Woche, also 1000, um da hinten sicher zu sein. Und ja, handeln wir uns Stress mit der Alten ein oder was? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Dann kommt raus, okay, da sind vielleicht welche hinterher. Die eine, die damals den Arm abgeschnitten hat von unserem Bro. Oh, was? Nee, dann hier, komm, ich mache mit. Ich will da jetzt unbedingt auch mal aufpassen, Junge. Die Alte kriegt richtig Haut aufs Maul, wenn die ankommen. Dann zerfetzt sich die aber in der Luft, Junge. Und dann stellt sich bei den Leuten auch die Frage, wenn die jetzt schon bei uns ist, müsste sie eigentlich auch noch zusätzlich zu den Tausender einen Teil in sexuellen Gefälligkeiten zurückzahlen. Das gehört sich ja so. Nennen wir es mal Gefälligkeiten. Allerdings hat der Chef angeordnet, dass das nicht passieren wird. Und als einer sich nicht beherrschen konnte, hat er da wohl auch mal kurz durchlangt. Das schien eine Abreibung, die sich der Rest gemerkt hat. Und das fanden die anderen Gänger gar nicht so cool, weil sie es eigentlich halt echt so gehört, dass wenn man da bei denen ist, dass da auch mal was geht. Ist ja eine Elfe mit großen Brüsten, das kann man sich nicht entgehen lassen, passiert selten. Was noch? Ihr habt, ich hatte gerade noch irgendwas. Ach ja, dass man sie auf jeden Fall rauskannte, sobald sie kein Geld mehr hat, auch wenn sie denen geholfen hat, das ist denen dann scheißegal. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, aber dass man bis dahin schon auf sie aufpasst und wenn die wirklich ankommt, die damals den Arm abgeruppt hat, dann kriegt die auf jeden Fall ein Bein ausgerissen. Von wo kommt das Geld? Und bei der Aktion mit dem Bein, wenn ich das lese, gucke ich Flumi an und ziehe die Augenbraue hoch. So, was für ein Bein? Mit dem Arm. Die sagt gar nichts dazu. Das werde ich wahrscheinlich an ihrem Blick erkennen, dass ich da mit meiner Vermutung richtig liege, dass sie das war. Du meinst die Genugtuung in diesem Blick? Vermutlich. Ich glaube nicht. Jojo zuckt einfach nur mit den Schultern. Um deine Frage zu beantworten von ihr. Kommt das über Kretzig oder kommt das über ein Konto oder sowas? Kretzig. Nee, die hat natürlich sowas wie ein Treuhandkonto, wo monatlich ein Bereich freigeschalten wird, wo die Gänger sich dann was abholen können. Sowas wie ein Treuhandkonto, da meine ich natürlich bei der Wori. Verdammt. Gute Wori, also die Wori, wo wir Kontakte zu haben? Ja. Wobei, also sehr, 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 sehr viele Leute im Schattenbereich haben ihre Konten bei denen natürlich, weil, hallo, vermutlich. Kommen wir nicht ran, das können die sich nicht leisten. Vermutlich nicht, ne. Aber eventuell könnten wir veranlassen, dass der Geldfluss eingestellt wird. Ich glaube auch nicht, dass das geht, weil das ja völlig verschiedene Sektionen sind und ich glaube nicht, dass Fedor da in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss hat und wenn ja, könnten wir das nicht bezahlen. Weil die sich das nicht leisten können, das ist deren Standbein. Wenn die da anfangen rumzumehren und wir dann quasi theoretisch das machen können, dass da der Einfluss, ich meine, hätte die das theoretisch bei uns genauso schaffen können. Genau. Mein Backdoor ist wahrscheinlich weg, sollte es mir besser gehen und ich es kontrolliere, ne? Ja. Oder, ja. Könnte er mir nicht. Naja, er hat halt die Firewall komplett neu ausgerichtet, weil da war ja irgendwas. Ja, Wenn man die. Oh nee, das ist so auffällig. Nicht zu, das ist so böse, wenn man denen die ganze Zeit das Wifi da stört, richtig derbe, dann kommt die auch nicht mehr an die Geld dran, aber das fällt wahrscheinlich relativ schnell auf. Jojo, weißt du denn, ob Matrioschka eine rechte Hand, sowas wie eine rechte Hand im Bäckerladen hatte? Keine Ahnung. Doch, auch weißt du, hatte sie nicht. Ach so, gut. Hat sie nicht. Also im Bäckerladen ja, aber das war kein Schattengeschäftspartner. Gar keinen Fall. Ja, gut, aber der vielleicht Einfluss auf die Kontenüberwachung momentan hat. Du, so gut kenne ich sie nicht. Wir sind keine Freunde gewesen. Also ich weiß wenig über ihr Privatleben, sie weiß wenig über meins und auch was ihre Geschäfte angeht, also ein bisschen was weiß ich halt. Also das, was damit mit dem zu tun hat, was ich irgendwie so mit ihr mal durchgezogen habe, was so bedingt viel war, aber sonst keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß einfach zu wenig über sie. Und ach, egal. Ich weiß auch nicht, wie wir da jetzt rangehen können, ehrlich gesagt. Oder wie wir sie da jetzt rauslocken können, weil ich kein Druckmittel kenne, das sie hat. Hast du Beweise für irgendwelche Straftaten? Nee. Und schade. Aber keine, sonst, die ich... Straftaten? Wer soll sie denn anzeigen? Wir? Naja, ich meine, wenn man jetzt... Ich sag jetzt einfach mal so, man hat jetzt eine Straftat, es gibt jetzt eine Straftat und man kann dieses Konto mit den Geldbewegungen in Verbindung bringen. Dann wird auch dieses Konto erstmal eingefroren. Also,
sagen wir es, dieses Konto ist kein offizielles Bankkonto. Ja, aber dieses inoffizielle Bankkonto wird ja irgendwo auch ein Nee, Bankkonto sein, oder? anders. Ich glaube, das ist keine Art, wo die Polizei da Zugriff drauf hätte, weil ansonsten könnten wir das auch nicht haben. Ivory regelt viele größere Geldgeschäfte mit bei den Konten dann auch mit CredStick hinbringen Okay, und die gut. verwalten das dann extra. Also kleineren Sachen nicht, aber kommt auch immer drauf an, was du bezahlst. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. Ist nicht wichtig, glaube ich. Wie Dass du kein gesagt, also, Kriegsmittel kennst. Lass mich mal Also kurz ich sag eben. mal, ich kenne, klar, weiß ich, dass die bei ein paar Straftaten irgendwie was zu tun hatte, aber das kann die genauso gut über mich oder über uns alle an die Bullen geben. Also, Du weißt klingst du, entweder das ist. gerade ein bisschen entweder resigniert oder desinteressiert, was frustriert. Es ist primär resigniert und deswegen etwas frustriert und weil ich, um ehrlich zu sein, einfach keine Ahnung habe, wie wir so an sie rankommen, weil das relativ, also da reinrennen können wir echt vergessen. Das ist, und rauslocken ist, ja, habe ich auch schon überlegt, aber mir ist nicht eingefallen, wie. Also es ist eine Frage der Zeit, bis sie keine Patte mehr hat eigentlich, ne? Irgendwann muss sie da raus. Ja, genau. Und das ist halt der Punkt, auf den ich warten würde, theoretisch. Ich würde einfach abwarten, bis sie da raus muss, weil sie hat nicht unendlich viel Geld. Und irgendwie kriegt sie auch relativ wenig Neues. So viel wirft ihr Bäckerladen da jetzt auch nicht ab. Auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so viel. Und zur Not, weißt du, den Platz machen. Fangen wir doch damit an. Könnte man machen, ja, daran habe ich auch schon gedacht, aber ich weiß nicht, ob sie dann ja, zum Gegenschlag ausholt. Na, das ist, also ich sag mal, da sind noch andere Leute scharf drauf, das Ding irgendwie, das müssen theoretisch nicht mehr wir machen. Wer? Wobei, wir können es auch selber machen. Keine Ahnung, da Wir müsste haben ich doch die wahrscheinlich nochmal kurz telefonieren. schöne Ja, aber warum willst du Exkursionsröhnchen. denn die, ja, aber warum willst du denn die teure Drohne dafür verschwenden? Eben, Da dann können einfach wir, mit da einem reicht's, wenn wir Kanister dann, Benzin rein. ja, ich würde schon sagen, da reicht Kanister Benzin. Also ich würde die Drohne da doch nicht reinschmeißen, ehrlich gesagt, das lohnt sich doch nicht. Die können wir uns doch besser für andere Sachen aufsparen. Zum Na, ich Beispiel, sag um immer. ihr den um den Hals zu legen. Also das wäre halt eine Möglichkeit, wobei ich halt nicht mal weiß, ob das überhaupt für ihr, ob das überhaupt ihr Ding ist, aber ich sag mal, die Bäckerei ist, und ansonsten, ich persönlich würde erstmal abwarten. Mir ist durchaus bewusst, dass Matrioschka ein relativ großes Risiko darstellt für uns und überhaupt generell, was diesen ganzen Shit da angeht. Aber so jetzt akut, ich sehe keinen Weg, wie wir da rankommen, ohne uns in so große Gefahr zu bringen, dass ich, weißt du? Tja, dann gehen wir einfach jetzt unsere Wege, dem ganz normalen Alltag nach. Wenn du eine Idee hast, dann. Nee, das war jetzt nicht resignieren, das war jetzt faktisch ta Tatsachen dargelegt. Ich habe keine Idee mehr. Ich wollte was anstellen, das ist nach hinten losgegangen. Ich kann es natürlich nochmal probieren, aber dann auf einem anderen Weg. Na, Upf. ich weiß auch nicht, ob es sich das Risiko quasi für dich jetzt lohnt, wenn du jetzt da, ne? Weil wenn da jetzt zu viel Theater ist, dann fangen die theoretisch auch wahrscheinlich mal irgendwann an, sauer zu werden. Wie viel Geld haben wir denn zur Verfügung? Ich Meinst du? habe noch Kohle, aber ehrlich gesagt werde ich die vermutlich in naher Zukunft brauchen, um mir dieses verfickte Datenschloss aus dem Kopf holen zu lassen. Sonst hätte ich gesagt, so, wenn die sowieso wenn die Fleischer nur Schutz machen wegen Geld, könnte man eventuell mehr bieten, aber es wird wahrscheinlich teuer. Mein Gesicht Die kennen die nicht. werden. Ja, okay, das ist wahr. Ich wollte gerade sagen, die werden mit uns kein Geschäft machen. Mit dir kann gut sein. Aber wer bist Vielleicht, du aber dann denn? kann sie auch, also wir wissen halt auch nicht, was sie zur Verfügung hat und da kann es halt auch sehr gut sein, dass sie dein Geld nehmen, dich erschießen und sie weiter beherbergen, weil sie davon und die Fleischer sind solche Leute. Weiß denn unser Hündchen vielleicht, wie viel Asche der zur Verfügung steht? Ich meine, er war ja relativ lange an ihr nah dran. Glaube nicht, dass sie ihm das, also wir können ihn fragen, aber ich glaube nicht, dass sie ihm das gesagt hat.
Ich hab jetzt überlegt, wen du meinst. Zündchen. Den Namen hast du ihm doch gegeben. Das war Matrioschka. Das war Manaschim. Ja. Königs of. Bitte was? Der Manaschim mit seinen Skripten halt wieder. Ja, vielleicht können wir ihn fragen, was er darüber noch zu wissen hat. Dann können ihn doch eben anrufen. Oder Moment, hatte der überhaupt Comlink? Doch, ja, der hatte ja jetzt so einen Comlink, ne? Hattest du nicht dem sogar deinen Wegwerf-Comlink gegeben oder sowas? Nö. Der hat sich eins auf den Staffer besorgt. Ah ja, im Staffer, richtig. Richtig. Ja, dann klingel doch mal lieber den an. Ring, ring. Mi. Ja! Diese Meinung. Moin, moin. Du sag mal, ich hab da noch eine Frage zu deiner alten Herrin. Darf ich das so sagen? Nee, das kannst du nicht sagen, du Wichser. Entschuldigung. Weißt Find du, wie... Das ist ja auch nicht witzig, aber lege los. Ja, wir sind ja auf einer Seite. Wir wollen ja auch, dass sie bald weg ist. Weißt du, wie viel Kohle sie zur Verfügung hat? Keine Ahnung, Junge. Der Sport hat sie auf jeden Fall schon, aber ich meine, vier bleibt ja auch nicht übrig. Aber so, also wichtige Dinge hat sie vor mir natürlich schon manchmal, aber so den Überblick habe ich jetzt nicht. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Da könnte, warte mal. So, jetzt hier. Ja, da war ein großes Ding, was irgendwie schon ein bisschen länger seine Planung hatte, irgendwas. Ja, ich hab so richtig viel Kohle, ich glaube 35.000 oder sowas war das in der Richtung. Nicht ganz, vielleicht ein bisschen weniger. Aber so in der Ecke muss es gewesen sein, das war das letzte Große und von dem Rest weiß ich nicht genau, was irgendwie verbraucht hat oder so. Aber so die Elfen, die sind ja auch zum Teil sehr genügsam, die essen ja nicht so viel und so, verstehst du? Brauchen nicht so viel Kleidung, nicht so viel Körper und... Verstehst du, wie Sport-BHs waren, glaube ich, sehr viel immer so ausgehaben bei ihr. Die sind doch ständig da gerissen. Was erzähle ich dir das eigentlich? Naja. Das ist alles, was mir so einfällt. Aber wie weit seid ihr eigentlich? Wir wollten uns ja heute immer irgendwie kurz schließen oder so. Ja, wir sind gerade am Plan, deswegen rufe ich dich an. Ja, und nimm mich, oder wie? Na, nur die groben Sachen zusammentragen gerade. Ja, und nimm mich, habt ihr überhaupt keine Chance, Leute. Obwohl ich sagen muss, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich weiß ja auch nicht, ob ich das noch will. Wunder nicht. Ja, gucke dich an, wo es mich das letzte Mal hingebracht hat. Und da habe ich ja schon gesagt, das mit der Rache. Ich weiß nicht, ob das immer so der Shit ist. Ich weiß es jetzt einfach noch nicht. Ich gebe euch auf jeden Fall alles, was ich weiß, was ihr machen wollt, meinetwegen. Aber ich weiß nicht, ob ich mitkommen kann. Ob das so klug ist und ob das so das Beste ist für mich, das weiß ich nicht. Und man muss ja auch mal an sich denken. Ja, das ist natürlich klar, ne? Das verstehe ich davon und ganz. Gut. Wenn dir noch irgendwas einfällt, zum Beispiel, wie hat die das Geld gekriegt? Also, hat die da ein Online-Konto oder hat sie das immer per Kretzdeck gekriegt von irgendwem? Ja, gekriegt hat sie es natürlich meistens per Kretzdeck. Ich meine, du kriegst ja auch meistens dein Zeug per Kretzdeck oder was. Nein, ich meine von ihrem Konto, oder hat die alles bei sich? Ach so, na ja, klar, ich meine, die hat ein Konto. Und dann hat sie noch irgendwie ein Sparbuch gehabt, quasi. Das war beides, glaube ich, irgendwie nicht so ganz koscher. Also jetzt war jetzt nicht bei der Fitti Bank oder so. Nee, es war schon ein bisschen dunklere Geschäfte. So die Sorte, wo sie mich vielleicht nicht nahe lassen hätten. Ich weiß auch nicht, warum. Aber naja, gut, also ich glaube, es waren schon dickere Typen, die das da verwalten oder so. Aber hatte sie auf jeden Fall zwei Konten. Immer so halblegal vermutlich war, mit dem Comlink so tägliche Sachen bezahlen, so ein Scheiß. Und dann natürlich einmal so die dicke Kohle, die da irgendwie rumlag und so, Scheiß halt. Okay, und die dicke hat Kohle die hat... 35 von den Doktoren bekommen. Das heißt, die kann 35 Wochen ausharren. Mindestens. Theoretisch. Aber eventuell sie braucht länger. Auch noch Geld zum Leben, eventuell länger, aber ich bezweifle, dass sie das tun wird, denn irgendwann wird sie denken, das Gras über die Sache gewachsen ist, nach einem halben Jahr oder so. Ich finde, wir sollten uns jetzt dann für 35 Wochen bei ihr in die Bude setzen und warten, bis sie nach Hause kommt. Das ist Mafia-like. Joschka, du hast überhaupt nichts mehr zu essen. Wir haben dir mal Kühlschrank aufgefüllt. Hast du was mitgebracht? Wir haben hier ein bisschen Trockenfisch. Und eine Fischsuppe. Genau. Daran wäre Fleisch was. Hier, diese Fischsuppe, mit der du mich Jahrzehnte gequält hast. Ich meine, dass du mich verkauft hast, ist es eh, aber das mit der Fischsuppe. Weißt du, wie eklig die ist? Weißt du, wie eklig die ist?
Die musst du jetzt für 35 Wochen jeden Tag fressen, du blöde Kuh. Dass du mich verkaufen wolltest, das ist mir ja egal, selbst wenn du mich als, keine Ahnung, was irgendwo hingeschickt hättest, aber diese Fischsuppe. Ich meine, wie bist denn du auf die Idee gekommen, die zu machen? Hat sie da auch so ein Gang aus einem Dödel? Nein, und du musstest den dann abschleckern, oder wie? So, jetzt das reicht eklig. Jetzt ist eklig. Jetzt, ja, jetzt war es wieder. War zu viel. Das ist ein Tampon in den Suppentopf. Oh, ich muss immer noch mal einen drauf, echt. Sind wir denn jetzt so weit quasi? Nee, drüber, weit drüber. Schon wieder, das sagen wir auch jeden Montag inzwischen, aber stimmt deswegen ja auch. Deswegen hat die ihren Geschmack so fischig gekriegt. Das war Fischfond vom Feinsten. Und die hat immer gesagt, es ist Red Snapper. Hat die voll gelogen? Ja. Oh. Oh. Das war sehr toll. Irgendwann schaffen wir es, Dellinger in Teamspeak live kotzen zu lassen. Ich glaub's auch. Ja, ich glaube nicht. Ich bin da relativ abgehärtet, aber... Du klingst aber nicht so. Es war Rotaugensuppe. Mm. Das hat sich jetzt auch Kette frisch anfangen können. Schön. So, Kriegsbemalung haben wir gesagt. Sehr ja. Schön. Ich glaube, du warst noch am Telefon mit ihm. Ja. Los mit der Fischsuppe, weißt du. Ganz bis am Ich glaube, das war denn? Nicht hier. Warum nicht? Ja, sag doch, sag mal Ganni, dass er sich da wahrscheinlich es besser bedeckt halten soll. Ja, ne? Ich würde sagen, hält sich ein bisschen zurück, wenn du dir noch nicht ganz schlüssig bist. Und ja, wir kommen, wenn wir noch Infos brauchen von dir, dann melden wir uns bei, ja, bei dir. Na gut, aber ich meine, erstmal im Ernst, ihr könntet vielleicht mal als Zeichen des guten Willens den Code rüberwachsen lassen oder so. Ja, gib ihm den Code. Yep. Find schon. Ja, ich verschlüssel ihn und schick ihn dann rüber und schick ihn dann den Entschlüsselungscode hinterher quasi so. Jo, Männer, das ist volle Kanne, eine gute Sache. Ich danke. Ich wusste, in euch ist ein Herz drinne. Euch irgendwo unten rum, weiß ich nicht genau, keine Ahnung, wo so ein Herz liegt. Dort, wo es wummert vermutlich, wenn man verliebt ist, so Schmetterlinge, ne, ich weiß jetzt auch nicht genau. Im Bauch. Rede, aber genau, da, wo es schmeckt halt. Ich danke euch, wenn ihr was braucht, ruft auf jeden Fall an. Ich bin da, vermute ich mal jetzt, ne? Kingman. Ne? Okay. Gruß auch an das Sauerkirsche und ans Zuckerschnütchen. Und die sollen nicht immer ihr jugendweihe Fotogesicht machen. Was? Was? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Er hat gesagt, schönen Gruß auch an Sauerkirsche und das Zuckerschnütchen und die sollen nicht immer ihr Jugendweihtagsfotogesicht machen. Dann ist es jetzt kein akustisches Problem des Verständnisses, sondern ein mentales Problem, was ich irgendwie, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ein Spitzname war letztes Mal Sauerkirsche und Joghurt Zuckerschnütchen und die soll halt nicht immer aussehen wie beim Jugendweihefoto. Verstehst was ist mal? Denn ein Jugendweihefoto? Sag mal, weißt du, was eine Jugendweihe ist? Nee, keine Ahnung, Mann. Das Ost-Äquivalent zur Kommunion. Genau. Ja, ich bin weil nicht, die bin sowas ich irgendwie... nicht gekriegt haben, ich auch nicht, unverschämt eigentlich, haben die irgendwann, damit ihre Kids irgendwie einen Grund haben, Geschenke zu kriegen, die Jugendweihe eingeführt. Aha. Was heißt denn eingeführt? Wir waren halt weg vom Glauben. Bei uns in der satanistischen Kirche haben wir mal jungen Hasen den Kopf abgebissen als Belohnung. Das haben wir das ja auch gemacht. Ja, Standard halt das Jugendweihetag-Fotogesicht. Ach so. Nee, okay, gut, jetzt verstehe ich auch das Problem an der Sache. Ja, okay. Ich hab's echt nicht gewusst. Grenzübergreifend, nee, ist ja okay. Ihr habt trotzdem Geschenke. Trotzdem völlig sinnlos. Wir leisten hier auch den Solidaritätsbeitrag, Alter. Du vor allen Dingen im Ausland, oder wie? Ja. Mhm. Nee, das ist die EU-Eingliederung. Ach so, das vom ist Balkan. Wenn du in der EU bist. Na, dann. Balkan, wir sind hier ja. Quasi multikulturell, international, quasi. Global und weltweit. Die Pista di Materina, sag ich dir nur. Erlebt also, auf. Ja. Tschüss. Tschüss. Gut. Das zu dem Thema. Zwei Konten hat sie. Naja gut, hätte man sich auch denken können. Sollen wir mal, Jojo Kaman, meint ihr denn, wir sollen mal wirklich mal in die Bude rein? Ich sag jetzt nicht, da für 3 Wochen sitzen oder für 35 Wochen. Ich weiß nicht Wochen mal, wo sitzen, die wirklich wohnt. Dann findet man das jetzt in der Bäckerei raus, oder?
Und haben gleich eine Chance, die ja, warum nicht? In die vielleicht, Bäckerei. Vielleicht hat sie da ja noch irgendwas rumliegen. Hm. Oder irgendwen anders zu interviewen. Ja, vielleicht kriegen wir da noch irgendwo Intel. Ich glaube, in der Bäckerei sind die meisten tatsächlich einfach nur Angestellte. Die können zwar wissen, wo ihre Adresse ist, das ist richtig, aber... Machen wir das doch. Und dann fangen wir den Laden an. Ja, das... Komm, Pyromane, jetzt muss aber auch dazu stehen. Würde ich nicht tagsüber machen, während da Leute drin ja, sind. Ja, natürlich nicht tagsüber, aber ich meine, das Schöne ist, wenn sie dann irgendwas gegen uns machen möchte, kostet das Geld. Nee, ich meine, das ist nicht schön, dass sie dann was gegen uns macht, aber das kürzt ihre Aufenthaltsdauer dort. Dann können sie sich einfach einen Ressourcenkrieg leisten mit ihr. Ja, lass uns doch in die Bäckerei düsen. Ganz kurze Anmerkung. Ich habe immer angenommen, ich nehme das jetzt auch so, dass ihr auch irgendwie zwei Arten von Konten habt. Eins, wo ein bisschen Geld drauf ist, so für einen Monat halt zum Leben, und eins, wo ihr sparen könnt. Ne? Das ist okay. Ja, ja. Okay, gut. Ne, nur so. Einer nennt sich Lebensstil, der andere ist. Ich hebe all mein Geld ab. Nee, ich dachte bloß, ich nur kurz, weil ihr so verwundert wart. Ich dachte, das ist nee, so zwei bis drei Konten ist schon normal. Drei gleich, der Junge will's wissen. Ja, also, wenn ich mehrere Sins habe, dann haben die auch verschiedene Konten. Naja, bei einer Zweier-Sin hast du da noch keine ja, Kontoverbindung drauf. Richtig, ja, ich meine, bei höheren Sins. Ja, okay, gut, haben wir das geklärt. Jetzt wollt ihr zur Bäckerei, ja? Was ist denn jetzt eigentlich gerade für eine Uhrzeit oder überhaupt oder keine Ahnung? Das könnt ihr entscheiden. So viel Zeit wird noch nicht vergangen sein. Wie viel stimmt. Musste denn Billy schlafen, damit sie ihren Gehschaden weg hat? Speist. Achso, na, das sind schon so 6-7 Stunden. Ausruhen, du musst nicht schlafen. Auch das Gespräch jetzt kannst du damit reinrechnen. Okay. Ja, sobald sie wieder auf dem Damm ist. Oder? Ja, dann so früher Abend oder sowas, ne? Ja, wenn die Bäckerei, dann hat die Bäckerei dann noch offen? Na, bis zum späten Nachmittag. War das eine Bäckerei oder war das? Es war Bäckerei mit Kaffee. Da gab es auf jeden Fall Tische zum Hinsetzen und so. Sonst hätte sie mich ja nicht immer an der Heizung platzieren können. Na, Bäckerei und Kaffee. Und Kaffee hat, naja, die hat auch nicht so unendlich lange offen. Also bis 6 oder so haben die halt bestimmt offen. Ja, bis 18 wird die offen haben. Also wenn Billy da mit 2G noch hinrennen will, ist das kein Ding. Ansonsten müsste das wird sie nicht. Das stimmt, das ist für sie ein Würfelabzug, ne? Ja. Da muss sie sich halt mal zusammenreißen. Soll sich eine Aspirin reinziehen und... Weißt du, die Einzige, ihr stellt euch das immer zu leicht vor, aber in die Matrix zu gehen, Alter, da braucht man Eier, um den Typen da irgendwie, weißt du, ihr rennt immer rum und denkt, ja, die hackt jetzt halt ein bisschen, die kriegt ständig auf die Fresse und ihr, jetzt reiß dich mal zusammen. Das finde ich nicht gut. Ich weiß, wie das ist, auf die Fresse zu kriegen, wenn man mit solchen Dingen zu tun hat. Du zählst nicht in SR5. Das war kein Satz, ist mir egal. Nein, ich meine, Jojo hat auch durchaus eine Vorstellung, wie schnell man gefickt wird, wenn man mit Magie zu tun hat. Ja, aber du wehrst dich ja nur gegen dich selbst und nicht noch gegen andere. Stell dir mal vor, da kommt ein Geist um die Ecke, Alter, da ist aber ein Schluss hier. Da fährt sie wieder aus der Haut. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt wird sie einfach zerrumst. Also, ihr wollt Bäckerei, ja? Schön. Einspruch? Ne, auf geht's. Kommt an, die sind gerade dabei aufzuräumen, es ist eigentlich eh keiner mehr da. So ein bisschen ausfegen, ne? Putzdrohne ist da nicht, weil auch die verwinkelten Ecken unter der Heizung, ne? Das ist ganz fürchterlich. Sind zwei Leute da. Der eine ist dieser Jüngere, wo Billy auch bemerkt, das ist der ihr Comic in der Tasche trägt. Der ist so ein paar Mal am Rande vorgekommen, der halt eher mal das Wort hat, wenn sie nicht da ist. Jojo meint aber auch, dass sie da nicht mit reingeht, weil man sie zu gut erkennt. Erstmal. Ja, dann spielst du unseren Souffleur. Und Kaban, du und ich, wir sind Vertreter vom Vorwerk Drohnen. Wir möchten gerne Drohnen für zum Ecken ausputzen mit der Chefin besprechen. Haben wir denn welche dabei? Es gibt leider immer Vorführmodelle. Ja. Nee, wir müssen ja, das ist ja das erste Kontaktgespräch. AR für Dinge genau. Sind ja auch nicht das Problem. Das stimmt. Billy fälscht ein paar AR vor für Dinger. Also ein paar runterladen, so ist es nicht. Ach scheiße, das ist doch viel zu die einfach. Die gibt's ja. Das ist zu einfach, das recht. Also du fälschst meine wäre mit Penisnoppen versehen. Nee. Hab ich ja jetzt. Das stimmt. Wenn wir jetzt überhaupt sowieso Software, aber das ist vollkommen Wurst. Du hast welche. Kikus. Juhu!
Bam. Gut, dann macht man sich ja, ganz Kilo dann. Rein, sagt er. Zieht euch mal einen Anzug an oder sowas, sonst seht ihr nicht aus wie Vertreter. Wir haben Business Auctioneer. Ihr meint, ist kaputt. Deiner ist kaputt. Ja, ich bin was damit denn? Über den Asphalt geschlittert. Warum hast du mir den nicht schon längst mal zum Flicken gegeben, du Affe? Ich hab ihn dir doch schon längst mal gegeben. Kind. Dann ist er schon längst fertig. Perfekt. Wenn das wieder heile. Wo ist denn der ist dann kaputt? Der ist doch gar nicht kaputt. Entschuldigung. Kaputt. Streiche ich mir das kaputt von meiner Liste wieder runter. Hast du ihn gebügelt? Ja. Natürlich. Echt jetzt? Inklusive Bügelfalte natürlich. Alter. Steht jetzt auch in meinem Charakterblatt, dass er gebügelt ist. Das ist ein Actionier-Business-Anzug. Natürlich ist der gebügelt. Die hat sich einmal nützlich gemacht. Wegen der du glaubst doch nicht, dass Jojo den gebügelt hat. Wegen der leichten Panzerung lässt er sich auch relativ leicht da die entsprechenden Falten, ne? Das geht ganz gut dann. Super. Das war auch völlig Wurst. Also, ihr seid ich trage gekleidet. Ich trage zwar dann auch entsprechend Bewaffnung in dem Tarnholster von dem Ding. Normaler Move. Jo. Oh ja, ich will auch. Ich wollte es nur angekündigt haben und ich habe natürlich kein Gel da drin. Ich bin die schickste Verkäufer. Ich gehe nicht im Actionier. Ich gehe in Jojos tollem Kleid, was er mir gemacht hat. Ich bin ja die hübsche Verkäuferin und du bist der tolle, schnieke Verkäufer. Schön mit so einer schönen Strumpfhose noch. Strumpfhose, so halterlose. Ein süßes Paar, aber sonst wisst ihr das eigentlich? Wir fallen da wahrscheinlich so extrem auf. Halterlose. Ihr seid so ein schönes Paar. Das ist ein Halterlose. Ja, Strapse. Strapse, ja, was weiß ich, was Halterlose. Strapse, ja, das Wort, was ich kenne. Na, Strapse sind kein... Ja, egal, jetzt. Na, Strapse, gut. Ja, das ist schön, dass wir bekleidet sind. Ja. Ansprechend gar. Minimal over the top, aber das ist auch nicht schlimm, weil so Vertreter können ja auch mal ein bisschen schnieker aussehen. Läuft. Und das war echt sehr geil. Und betrete den Laden. Sofort natürlich kurz gucken beide auf und der Herrscher stellt sich dann sofort in den Tresen. Ja, was kann ich denn für Sie tun? Möchten Sie noch was? Wir haben leider nicht mehr so viel da. Ist natürlich jetzt, wir wollen uns ja nicht die ganze Nacht warm halten. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie der Geschäftsführer hier? Nein. Leider nicht. Dann möchten Sie, Frau, Sekunde. Schön. Ja, Sie möchten Frau Rabjow spielen, ja? Ja, gerne. Das, müssten Sie vielleicht einen Termin ausmachen, wenn das was Wichtiges wäre. Sie ist jetzt zurzeit abkömmlich, sie ist im Urlaub. Ach so, sie ist im Urlaub. Wann kommt sie denn wieder? Na, sie meinte, sie müsste eigentlich in 2 Wochen wieder da sein. In 2 Wochen, okay. Das klingt doch schön. Wie wär's dann mit dem... in 2 Wochen Montag. Der 23. Ah, nee, am 23. Das ist der 23.12. Das ist Weihnachten. Nee, nicht Nein. In Russland. Oh, stimmt. Russland ist das ein bisschen später. Ha! Ein Traum. Ja, dann, Entschuldigung. Ja, dann, am 23. hast du dann schon Urlaub? Ich glaube nicht, oder? Nee. Gut, dann hätten wir gerne einen Termin für den 23. Okay, ich, welche Uhrzeit würde es Ihnen passen? Wann ist denn die Chefin denn sonst so im Haus? Eigentlich schon immer ab 6 zur Vorbereitung, also 6 in der Früh. Ich würde aber nochmal Rücksprache halten. Ich weiß nicht, ob sie dann direkt Zeit für sie hat. Also wenn sie mir erstmal eine Zeit sagen könnten, wann sie kommen möchten, dann kann ich das klären. Ich würde sagen, machen wir ein ausgedehntes Frühstück hier. Gucke ich die da wieder an. Na klar, das hört sich immer sehr gut an. Super. Dann würde ich sagen, so um 9. Okay. Und kann ich schon irgendwie, was möchten Sie denn genau? Kann ich ein Thema anmelden oder so? Es geht um... Wir sind von der Firma Vorwerk. Hier ist unser AR-Kärtchen. Ah, okay. Es geht um Business-Drohnen für Kleinbetriebe oder Mittelstandsbetriebe. Ah ja, also eine Produktvorstellung quasi? Ja, richtig. Genau. Und für das Frühstück hätten wir dann gerne, Sie bieten ja auch Frühstück an, richtig? Ja, aber nur in der Auslage tatsächlich. Dass wir haben dann immer so einen monatlichen Wechsel, vor, so einigermaßen vor Weihnachten werden wir nochmal gucken, was wir da, ich bin jetzt, wir können kein Menü zusammenstellen jetzt schon, da müssten Sie sich dann bei dem bedienen, was wir haben, aber ich kann sagen, wir haben ausgezeichnete Produkte immer. Okay, gut, prima, dann essen wir dann einfach so, was da ist. Prima.
Von dem Video kommt gerade durchs Kommling, nehmt nicht die Fischsuppe. Ich wollte noch ganz kurz fragen, ob sie uns eventuell die Privatanschrift von Frau, wie war gleich wieder der Name? Trapjov geben könnten, denn wir verschicken momentan zur Vorweihnachtszeit bereits kleine Präsente, um etwaige Kunden etwas anzukicksen, bevor wir dann auch tatsächlich aufschlagen. So, es wäre toll, wenn sie uns eventuell die Hausanschrift nennen könnten. Wir würden dann schon mal im Vorfeld ein kleines Paket an sie schicken wollen. Ja, guckt kurz, ob die Putzerin in ihrer AR-Musik versunken ist. Das ist sie. Ich sag mal so, es ist natürlich relativ unüblich. Sowas wird ja meistens dann eher halt an die Firmenadresse geschickt. Um was für Präsente handelt sich das denn so? Wir haben momentan einen netten kleinen Präsentkorb für etwaige Neukunden vorbereitet. Da ist ein kleines Picolöchen drin und etwas Schokolade. Und nee, wir schicken das nicht an die Firmenadresse, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Ankommen des Pakets. Wir hatten jetzt schon öfters den Fall, dass wir gehört haben, das Paket wäre nicht angekommen. Aber sagen Sie, ist das echte Schokolade oder ist das ein Ersatzprodukt? Das ist bitte. Unsere Firma ist relativ großzügig. In dem Moment, wie Sie das auch verstehen können, in dem Moment klopfe ich ihm quasi an seinem Körper quasi, so dass ich dem irgendwas in die Tasche strecken kann, ohne dass es auch der großartig aufhält. Und du davor. Dann lege ich das einfach auf. Und dann lege ich das einfach unauffällig, sodass niemand anders das sehen könnte. Halt ein bisschen Hartgeld dahin, also sprich so 50 Nuyen. In Schein. Ja, vielen Dank. Steckt das erstmal ein. Ich würde Ihnen Ihre Adresse natürlich gern geben. Ich würde Ihnen auch meine geben. Wenn Sie, also manchmal passieren da kleinere Fehler und da könnten Sie vielleicht dann auch so ein kleines Körbchen, ich würde mich da sehr freuen. Dann würde ich das ganz kurz so für die Filialvertretung von der Chefin machen wir natürlich sowas auch gleich fertig. Das gehört dazu, zum Service. Ja selbst. Ah ja, die Firma Vorweg macht sich sehr viel Mühe mit solcherlei Präsenten. Das, gut, also eine Sekunde, Frau Rapiers. So. Braucht sie eine Karte eigentlich nicht noch? Ich hab gehört, der braucht eine Anschrift. Es ist auch in Donskoy, er gibt euch die Anschrift, die ist ein bisschen weiter südlich, aber jetzt, da ist nichts Besonderes an irgendwelchen Turfs oder so, was da jetzt ins Auge fiel oder irgendwelche bösen B-Gebiete oder sonst irgendwas, was gemein wäre. Gutes C-Gebiet also. Nö, mittleres, also normales C-Gebiet halt, da ist jetzt nicht so unendlich viel los, kannst ungefähr mit dem vergleichen. Hast du aber nicht Donskoy gesagt? Wo ne? Du wohnst. Doch, Donskoy. Ah, Donskoy, ja. Kenne ich mich sehr gut aus, Donskoy spezialisiert. Ja, ja, das ist ungefähr so gut wie du wohnst, bloß natürlich, dass du den Vorteil hast, dass Wally noch ein bisschen bei dir mitgucken kann. Jungs, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass sie damit gerechnet hat. Und einfach mal gar nicht mehr in ihre Wohnung zurückkommt, sondern da einfach irgendwie einen Sprengsatz hin platziert hat. Ich würde es so machen. Ja. Du schneidest aber auch Arme ab. Gut, dann vielen Dank erstmal. Und ich hoffe, Sie freuen sich dann über das Präsent. Und ich hoffe, auch Ihre Geschäftsführerin freut sich über dieses Präsent. Oh ja. Und ihr Name, wir brauchen ihren Namen ja auch noch für die Anschrift. Haben sie da bei der... Du machst das nur, um mich zu quälen, Düs, oder? Nee, ich möchte es nur dich im Lied machen. Nee, ist auch richtig. Nachdem du so scheiße gegen mich würfelst. Kasakov. Danke, Herr Kasakov. Kasakov Eduard mit 2D, ja? Ja, genau. Eddie. Echt jetzt? Nee, ja, Punkt. Ja, dann schönen Tag noch und schönen Feierabend, ne? Möchten Sie vielleicht hier noch aus unserer Aussage was erwerben? Ich kann Ihnen hier die Fischsemmeln sehr empfehlen. Die sind mit Trockenfisch, die sind also quasi in ihrer Frische noch sehr gut. Wir haben die auch erst vor einer Stunde zubereitet und die waren sehr kühl mit seinem Salat. Das ist sehr lecker. Ja, die sind genauso frisch wie ein 3 Wochen alter Tampon. Plunderteilchen nehme ich gern ohne Tampon.
Gibt's ja im Plunderteilchen. Vermutlich ohne Tampon. Hoffentlich. Ich bring's für Jojo mit. Ich würde mir auch was Leckeres aussuchen, was durchaus akzeptabel aussieht. Sieht alles durchaus akzeptabel aus. Für deinen Gourmet-Gaumen echtes Essen natürlich nicht so, aber es ist prinzipiell akzeptabel, sag ich mal. Gut, dann nehme ich mir da quasi so ein Frikadellenbrötchen, wenn es das da gibt. Und, Na klar, Frikadellenbrötchen schmeckt auch ein bisschen fischig. Weil die meisten Frikadellen schmecken ja auch so ein bisschen fischig. Die Supermarkt-Frikadellen da, das ist... Sind ja auch nur eine Lebensmittelvergiftung einfach aus Prinzip. Wahrscheinlich. So, ich konnte sie würfeln. Würfel mal bitte Konsti und Willenskraft. Das war so klar. Das ist ein... Der hat einen Nachteil. Lieber Mensch. Kriege ich da eigentlich irgendwelche Abzüge drauf? Auf Konsti? Das war halt dein... Ach Gott. Ein Nachteil halt, was man so kriegt. Wieso Willenskraft? Muss er kotzen oder was? Weil Pathogene und Gifte jetzt immer mit Konsti und Willenskraft widerstanden werden. Läuft. Das geht bestimmt. Ja, da hast du aber gerade so die große Scheißerei abgewehrt, mein Freund. Danke. Hast du Säuerallergie oder was? Nee. Nee. War Nein, vielleicht nicht so frisch, wie er gesagt hat, sag ich mal. Ja, vielleicht haben sie sich nicht immer nach dem Scheißen die Hände gewaschen. Geil. Da stehe ich ja richtig drauf. Das wisst ihr ja nicht. Ich bin relativ leicht erkrankbar, also quasi, das ist halt doof. Ach, deswegen hast du auch einen Schnupfen gekriegt. Verstehe. Yep. Der aber typ, das weißt du, hat so viel Metall im Körper, die Immunabwehr ist eigentlich immer damit beschäftigt, das ganze Metall rauszuboxen, darfst du aber nicht und deswegen hat der Körper irgendwann gesagt, dann mach ich halt gar nichts mehr, du scheiß Wichser, dann nehme ich jetzt halt, nehm ich halt Tabletten und so. Er wäre der ideale Pilzkandidat gewesen. Aha. In der Tat. Kandidat. Da bin ich halt ich richtig, hab das, da hab ich richtig Bock drauf. Das Plunderteilchen habe ich tatsächlich für Joel mitgebracht und ob es ist oder nicht, ist mir Wumpe, ich habe sie einfach mitgebracht. Natürlich ist sie das, ist süß. Super. Na, vielleicht hast du ja jetzt eine Aversion gegen sämtliche Sachen, die bei Matrioschka aus der Küche gekommen sind. Nein, das hat damit nichts zu tun. Hätte ja sein können. Immerhin muss ich dem Spielleiter auch einen Grund geben, mir irgendwann Diabetes verpassen zu dürfen. Das hat er mir nämlich schon angekündigt, dass er das unbedingt möchte. Ich finde es schön. Ich finde das nicht Diabetes schön. Diabetes Typ 2, Typ 1, hm? Ach komm, Diabetes ist nicht so schlimm. Also Runner ist vielleicht doch relativ ungangsicher. Siehst du? Okay, vielleicht ist Diabetes Typ 1 ein bisschen heftig für dich. Mist! Bei Diabetes Typ 2 müsste sie anfangen, ihre Ernährung umzustellen. Das wäre ja schon gemein genug. Hm. Vielleicht lässt du das einfach sein. Vielleicht. Ja, Moment, aber das ist doch wie. Du bist doch, das ist doch für dich wie Drogen, oder? Du hast doch sowieso Abhängigkeit von Süßigkeiten, oder? Nein, ich habe keinerlei Abhängigkeiten. Damit? Noch nicht. Spielleiter? Bei dem Drogenkonsum ist es durchaus okay. Moment. So viel Drogen hat Jojo gar nicht genommen. Nö. Nicht, dass du es wüsstest, jedenfalls. Die drei oder vier Mal, die wir ausgespielt haben, ja, aber zwischendrin hat sie sich teilweise auch... Und bei der Gang, da passiert ja nie was. Ich meine, so eine Gangfete, die ist ja eigentlich immer vollkommen... Ich habe nicht gesagt, dass da nie was passiert, aber A, gab es schon länger keine Gangfete mehr und zum Zweiten... hat sie sich auch teilweise sehr zurückgehalten. Wenn ich dich erinnern darf, mein Bester. Was? Das ist Special K? Ja, ich glaube, da war was. Oh, geil, Rodendrogen. Only Rin, Junge. Und dann hat sie auch Blasen geschlagen. Ja, leider hat sie tatsächlich manchmal gesagt, nee, nicht, hat tatsächlich. Das muss ich mir. Hat sie tatsächlich. Gut, ihr habt die Scheißadresse und niemand kriegt Diabetes vorerst. Yay! Aber mir eine Niere wegnehmen. Nee, war eine Milz immer noch. Jetzt kommt die schon wieder da. Alter! Standardausrede für alles, wenn es irgendwas Schlechtes passiert. Immer darüber meckern. Meine Milz, klar. Die ich nicht brauche. Die brauchst du wohl, die muss ich ja wohl ballen. Was? Kennst du das nicht von Otto? Das musst du doch kennen, Alter. Alter! Milzern Großchen, soll ich mich auch ballen? Großchen, dann Milz, Schnauze, du fliegst raus. Okay, nein, kann selber Arschloch. Sollen wir noch 2-3 Stunden warten, dann zur Wohnung fahren, da einbrechen und uns in die Luft jagen lassen? Wir untersuchen selbstverständlich alles auf Sprengstoffe vorher. Ja, bitte. Ja, so machen wir das jetzt. In die Luft jagen, gib doch... Ach nee, das macht er ja dann nicht. Er sagt gleich, würfelt mal Wahrnehmung. Da ist ein Draht. Also. Billy, da ist ein Draht.
Genau. Lass doch den Scheiß Draht in Ruhe. Gegen meine Drähte. Die Drähte sind super. Ihr habt Draht zu Sprengstoff. Also, ihr wollt jetzt erstmal euer Runner-Kit bestücken. Ist da irgendwas dabei, was ich nicht erwarte? Eine Monofilamentsäge für den Hund. Meine Monofilamentkettensäge. die muss immer mit. Die muss mit. Gefällt mir. Vielleicht liegt ja ein Baum auf der Straße. Irgendwann, oder sowas. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich froh bin, sie dabei zu haben. Und der Spielleiter wird sagen, nein, du hast nicht gesagt, dass sie mit ist. Und ich habe gesagt, ich habe mehrfach angekündigt, dass sie sie immer mitnimmt. Und dann was passiert dann? Olli hat recht und den längsten. Macht viel mehr Spaß, wenn du das sagst. Es ist so viel besser vor allem. Ja. Also das ist auch so peppert. Ne? Ne. Als wäre er so gezwungen mit der Knarre am Kopf, weißt du. Ich hab voll Talent. Ja. Zur seelenlosen Computerstimme. Nichts, was ich nicht erwarte, okay. Es ist kein Schrotfinden-Türflummi. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Schmuggelbehälter. Ich habe nicht gesagt, dass du dich mitnehmen darfst. Ja, nee, das sonst, fällt wenn, ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, dass ich sie mitnehme, dann, außerdem ist Matrioschka sowieso nicht da. Und eine Knarre habe ich trotzdem dabei. Und wenn ich jetzt sage, dass ich sie mitnehme, fickt er mich damit und habe ich keinen Bock drauf. In den Popo, kurze Frage, was macht ihr eigentlich die 3 Stunden? Kennt ihr was euch für 3 Stunden? Ihr habt gesagt, ihr wartet noch 3 Stunden und lasst euch an die Luft sprengen, oder? Ach so, ja, Flumi hat das gesagt, ja. Ja, dann kann sich unsere Foxy ja hinlegen. Noch ein bisschen. Ja, ausruhen. Genau, und wir warten noch ein bisschen. Er hat das schon wieder mit einem Tonfall gesagt, dass wir irgendwas vergessen haben. Vermutlich. Wir warten bei Foxy in der Wohnung, oder die Wohnung, die am nächsten dran ist. Ja, das dürfte meine sein. Okay. Wartet also bei Flummi in der Wohnung. Hä? Also bei Jojo? Bei Flummi? Wieso wartet ihr bei Jojo in der Wohnung? War die am nächsten. Ach nee, die am nächsten am Ziel dran ist, klar. Ich bin dumm, das ist BD. Mhm. Ach, Entschuldigung. Ist doch keiner bei mir in der Wohnung jetzt. Wir hatten hier einen. Ein Ärgernis aber auch. Bei dir war nie jemand in der Wohnung. Ach so. Vielleicht aber bei mir? Ja, Wally wahrscheinlich. Nein, das chillt da alle mal euren Kecker. Yay! Wie kommt da an? Das nicht. Haben wir 3 Stunden erfolgreich gewartet oder kommen wir jetzt an der Wohnung an? Ja, also ihr kommt an der Wohnung an. Ich meine, war ja jetzt nichts mehr, was so. An meiner Wohnung oder an Matrioschkas Wohnung? Na, an Mattis. Also da war wirklich nichts. Sah alles so, die Frage ist: Es kann gut sein, dass da jetzt irgendwer auf die Wohnung aufpasst, weil die Tussi ist auch nicht dumm und die hat wahrscheinlich auch eine ungefähre Ahnung, dass wir da hingehen werden. Also da bin ich mir sogar relativ sicher. Das heißt, die wird da irgendwas haben, entweder Leute, die darauf aufpassen. Vielleicht war auch der Typ schon, irgendwie ist mir mal so eingefallen, schon irgendwie darauf gedrillt, ihr dann irgendwie Bescheid zu geben. Oder vielleicht warten ja auch ein paar Fleischer in der Wohnung, wer weiß. Genau, ich schraube auf jeden Fall meinen Schalldämpfer schon mal auf. Ebenso unscharf. Ja, wir hätten vielleicht, Masken oder? Mäh. Aber wir haben Masken, ja klar, haben wir Masken. Gut. Klar, haben wir Masken. Ich trage eine Atemschutzmaske momentan. Du hast eine Atemschutzmaske. Okay, ich habe mal eine kurze Frage. Was hat ein Jojo für eine Maske? Die hat eine riesen Auswahl von Masken. Jojo erkennt man sowieso immer. Scheiße. Ich habe nur mal eine Frage. Wie sieht denn deine Maske aus? Weil mir ist es ja durch den Kopf gegangen, als ich mir das Bild nochmal ansah. Dieser riesen Mock hinten dran. Da kriegst du keine Sturmhaube drüber. Kannst du vergessen, Alter. Ja, doch, eine mit einem Loch hinten drüber. Guck dir mal an, was das für Haare sind, Düss. Okay, mit einem Loch, das akzeptiere ich dann. Das wollte ich ja nur wissen. Weißt du, wie dehnbar Sturmhauben sind? Jetzt mal ohne Witzige. Da brauchst du ja im Troll Exemplar, weil guck dir mal das Bild an, Alter. Ich kenne das Bild, ich habe das abgewandelt für uns. Hier für die Intrin. Ich kenn's ziemlich gut. Vollkommen vergessen. Nee, aber ich meine, musst du schon ein dickes Gerät mitnehmen. Sie kann ja auch ihren Motorradhelm anziehen. Wie wär's damit? Oh, warte. Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, das ist ungefähr. Ja, so sieht es nur aus, wenn du ihr eine Tüte Marshmallow vor's Maul hältst. Nein, es. Ich denke, es wird schon eine Möglichkeit. Du wirst eine riesige Mütze finden. Alles, was ich dir sage, ist, du hast ja diesen Nachteil Auffliegerstil und ich meine, selbst wenn du so eine riesen Mütze, Alter, da sitzt da hinten immer noch diesen Busch. Ich weiß. Schön.
Das ist mir durchaus bewusst. Gut. Judy. Ihr steht also vor der Wohnung. Das ist ein achtgeschossiges Haus. Nein, wir würden ihn zuerst mal quasi dran vorbeifahren. Schauen, ob, eben, wir würden erstmal schauen, ob da jemand das observiert, diese Wohnung. Ja, der Standard-Shit, Alter, da ist erstmal so nicht so viel, was wie Observation aussieht. Da so ein paar Typen, die halt rumstehen und labern, weil da ist halt einfach mal Stanislavs Sim-Stübchen und da stehen halt davor ein paar Kunden oder Leute, die gerade was erlebt haben oder was auch immer. Legal ist Sim-Stübchen, ne? Oh, da können wir doch auch schlecht mit Masken hochrennen. Naja, sind immer so ein paar Leute unterwegs auf der Straße. Ich meine, vielleicht musst du einfach warten, bis die weg sind. Dann hast du halt, ja, verschiedentliche Dinge, eine Drogerie, Trichke Cosmetics und so. Und hast ein Sarghotel namens Nachtbleibe auf der gegenüberliegenden Straßenseite, so was in der Richtung. Und einen Jojo, du würfelst mal bitte Hehlermärkte. So, Flummi. Was? Hehlermärkte? Du hast mir aber nur erlaubt, die für Joffrino zu geben, deswegen, also... Dann gibst du dir minus 2. Gut. Auf Intuition, oder? Ja. Also, ja, das ist das Gleiche. Ein Erfolg. Gut, und dann ist da so ein Laden, das ist Gabrowski Dunkelstore. Da vermutlich so Goff-Kleidung oder sowas. Jedenfalls ist das draußen ausgestellt, also jetzt nichts Besonderes. Und genau noch so ein paar andere Wohnhäuser halt, Standard. Es sieht nicht aus, als würde jemand observieren. Die Tür unten ist verschlossen mit einem Magschloss mit Karte. Das jetzt hat schon bessere Tage gesehen. Es ist echt ziemlich zerkratzt. Sieht so aus, als hätte jemand besoffen versucht, mit dem Schlüssel da reinzugehen. Es gibt ja ganz verrückte Sachen. Und ist auch jetzt nicht besonders toll. Kamera ist, sagen wir mal, nicht so. Aber es gab mal eine Kamera, da hängen noch die Drähte raus. Die Drähte! Schön. Dann machen wir die mal, also dann, ne, wir fahren da quasi einmal dran vorbei, fahren dann nochmal ein paar Minuten später, so eine Viertelstunde ungefähr, nochmal dran vorbei, ob uns dann irgendwas auffällt. Eventuell lassen wir da eine Drohne drüber hinwegfliegen, noch ein drittes Mal oder so, und dann gehen wir da rein. Ja, ist nix. Die Typen sind inzwischen weg, die sich da unterhalten haben, sind wieder reingegangen, wir wollen noch mehr erleben. Cool. Ja, dann steig ich mal aus. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, auch mal in Moskau eine Atemmaske zu tragen. Ist ja scheiß Luft hier. Steig ich mal aus und näher mich der Tür. Ich bleib erstmal sitzen, bis die Tür offen ist. Okay. Kaban tritt an die Tür und ja, nee, ist klar. Das war ein so emotionaler Moment, dass mir die Kopfhörer runtergefallen sind, aber das ist nicht so schlimm. Also du stehst vor der Tür. Ja, ich stehe vor dieser Tür. Und das hat ein Mac-Schloss, richtig? Ja. Mist, dann komme ich nicht weiter. Nein, Hä? Moment, wieso hast du nicht Schlosser? Ja, aber Das reicht auch für Mac-Schlosser. Das wird jetzt alles über diesen Skill geöffnet. Ja, aber theoretisch musst du die Verschalung mit Hardware abmachen, aber Alter, du drehst ein paar Schrauben raus. Und da das nicht ein tolles Magschloss ist, sind die relativ offensichtlich. Gut. Dann tue ich das. Dann geht das quasi auf Logik und Schlosser, oder was war das? Ja. Das ist nicht unbedingt mein bester Skill, aber mal gucken. Na guck, ein Erfolg. Na Jutti. Ich dachte, er muss jetzt mit abnehmendem Pool weiterwürfeln. Ich würde sagen... Ehe der Spielleiter dir jetzt einen Strick draus dreht, dass du nur einen Erfolg hast. Würde er doch nicht tun. Siehste? Weiter. Weiter. Der würfelt besser als ich. Weiter. Na toll. Nochmal weiter kann ich nicht. Natürlich hast du es schon beim ersten Wurf gemacht, aber ich habe jetzt so lange gewartet, bis du einen kritischen Patzer würfelst. So, also nach dem ersten ein bisschen rumprokeln und rumprobieren, aber wir haben ja alle schon gelernt, dass Jojo auch die Leute durchtalken kann, wie man so ein Schloss öffnet, ist es dann offen. Ich sag mal, der Schließbolzen, da musstest du noch, der hat nicht ganz geöffnet, da musstest du ein bisschen nachdrücken, das ist jetzt so ein bisschen, die Tür ist jetzt ein bisschen eingedellt am Schloss, aber ja, meine Fresse, das kann ja mal passieren. Oh, läuft. Der Ork hat seinen Schlüssel vergessen und war besoffen. Ja,
Fang doch an zu singen. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Fuck you. Ich mach dann immer die Tür auf. Ja. Die Tür ist offen. Geh da rein. Du bist drin. Sau gut, was sehe ich? Ein Flur wahrscheinlich. Ganz genau. Sau gut, dann würde ich mich der Wohnungstür von der guten Dame nähern. Okay, würfel mal Wahrnehmung. Sehen. Ernsthaft? Warte kurz. Du sagst uns an, wenn wir mitkommen sollen an irgendeinem Punkt, ne? Ich dachte, ihr habt auch Sichtverbindung und so einen Scheiß. Okay. Dann nehme ich ja an, dass ihr das öfter mal habt, weil ergibt ja Sinn, wenn ihr zu fliehen wollt. Dann kannst du bitte nochmal eine Wahrnehmung hören und hinterher schmeißen. Bis jetzt kam noch nichts. Ich weiß. Ah, da, hier. Oh. Er hat einen Erfolg und zwei Erfolge. Ja. Ich bin nur richtig geil, Leute. Pass auf, du hörst zum einen, Quatsch, du siehst zum einen einen Draht und das ist der von der Lampe, der hängt so aus der Wand raus. Hat mal irgendjemand rausgerissen. Schön. So, pass auf, und dann hörst du Geraschel und Geschlurfe, schweres Geschlurfe von ziemlich ausgelatschten Pantoffeln und das Geklapper an irgendeiner Art Zollguckerherd oder was auch immer. Lass mich raten, das Ganze ist jetzt drin und wohnt da. Das wäre so geil. Junge, hast du meine geheime Bleibe hier gefunden oder was? Schämst du dich nicht? Muss ich jetzt wieder umziehen oder wie sieht's aus? Hey, mit dich! Sehr gut. Ernsthaft jetzt? Nein? Gut, was noch ist drin? Denn geil? Nein, das war gut. Ja, wo kommt denn dieses Geschlurfe her? Aus der Wohnung. Ach, aus Matrioschkas Wohnung. Ja, da, wo du jetzt halt davor stehst. Ist es Matrioschkas Wohnung, wo er davor steht? Ja, das ist die Wohnung von Frau Trapjow. Ach so. Ich habe ja immer noch, bin ja immer noch ein sehr nett aussehender Ork. Aber nur ohne Atemmaske. Wenn da jemand drin ist. Das ist ein berechtigter Einwand. Ja. Dinge passieren. Die kann man ja mal vergessen. Wollt ihr mit hochkommen? Hier ist jemand drin. Ja, Jojo, wir sollten mitgehen. Ja, aber ohne Maske, je nachdem, wer da drin ist. Ach, scheiße, das ist irgendwie so kompliziert. Ich würde sagen, wir klopfen da einfach an. Deine Haare sieht man trotzdem auch mit Latexmaske. Ja, ich werf dir den Mantel über den Kopf und nimm dich dann und führ dich über. Alter. Wie mit den weißen Michael Jackson mit seinen Kindern, wenn er sie über den Balkon hebt. Ich lausche nochmal in die Wohnung hinein. Berge Klapper. Das nähert sich aber nicht der Tür. Nö, das bleibt an Ort und Stelle. Vielleicht hat er uns auch einfach eine scheiß falsche Adresse genannt. Möglicherweise. Scheiße Wichser. Habt ihr mal ein bisschen Vertrauen eher so, in die Leute? Ist das quasi Küchengeklapper oder? Ja, das, ja, so hat ich es beschrieben. Also sprich, das macht gerade jemand Essen. Ja. Oder er verprügelt mit seiner Bratpfanne den Kucker oder sowas. Der kocht Meth. Oder das ist Hui, ja, das Schlossgespenst mit seiner rostigen Rüsselkette. Schön, jetzt hat sie noch eine tolle Idee gebracht. Sitzt da am kochten Meth und bei mir kann da rein. Mit einem Meth-Labor, da kann ich ja doch noch einen Grund finden, einfach um die Ohren fliegen zu lassen. Das ist ja perfekt. Mann. Ja, wäre der größte Knallgott. Das macht er jetzt nicht, weil ich die Idee gesagt habe, deswegen habe ich es gesagt. Ah, perfekt. Ja, dann denkt er nämlich, er kann das jetzt nicht mehr machen. Also kann er jetzt auch nicht mehr, weil es ja eigentlich meine Idee war und nicht seine. Er gibt ja auch alles. Und weil ich schon eine andere Idee hatte, du Torfkopf hin. Meinst du, dass das die alte Frau Trapjow ist, die gar nicht weiß, dass irgendwer jetzt gerade ihre Adresse rausposaunt hat? Fuck you! Das war relativ simpel. Also, das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Ich glaube, das ist uns allen schon in den Sinn gekommen. Wahrscheinlich auch dem Alex. Sie muss es doch nicht aussprechen, echt? Na klar muss ich das aussprechen. Du bist so gemein, echt. Du gönnst im Spielalter ja auch nichts. Was machst du? Ja, aber unsere Charaktere denken sie vielleicht auch, aber, also ich weiß meiner, der aber, doch, der denkt. Aber er wird da trotzdem gleich mal reingehen. Nur um das zu festzustellen. Klopf einfach mal, wenn genau, vorher. Er würde deswegen auch anklopfen, das hat er ja schon angesagt. Keine Reaktion, das ist aber auch nicht so, nicht wie keine Reaktion, niemand kommt zur Tür, sondern das geht auch ununterbrochen weiter. Kein kurzes Innehalten oder so ein Scheiß oder irgendwas anderes, einfach. Klopf nochmal,
bisschen lauter und intensiver quasi. Intensives Klopfen. Nee. Klingeln? Ich versuche zu klingeln. Nee. Ist sie wahrscheinlich taub und hat ihr Hörgerät nicht angeschaltet oder hat laut Musik an? Du hast keine laute Musik. Ich könnte ja auch mal ganz widersprechen, was du gesagt hast. Wenn die beiden Mädels da sind, würde ich mal mit dem Fuß anklopfen. Heißt das, du wirst die Tür eintreten? Mach doch die Tür einfach auf. Du hast doch jetzt Jojo hier. Die Tür leise auf. Was auch immer jetzt abgeht. Was auch immer jetzt da drin abgeht, ihr hört jetzt nicht mal das Klopfen. Jojo, mach die scheiß Tür auf. Vielleicht ignoriert sie es auch. Du siehst einen Draht. Jojo achtet darauf, ob dieser Draht möglicherweise doch gefährlicher ist, als Carmine vorher dachte. Das sind eine Lüge. Nein. Ich dachte, dann Monofilament, Kettensäge, Peitsche, Kombination. Säge die Tür mit meiner Monofilament-Kettensäge auf. Dann kann ich sie auch gleich eintreten. Das ist leiser. Sie machen die Tür leiser auf. Ausgezeichnet. Es ist ein ziemlich verschimmeltes Zimmer. Es stinkt echt wie... Da ist ein Ghoul drin, cool. Es stinkt echt wie Dunkelzahn außer Fresse beim Verwesen. Ihr seht in der Kochnische eine sehr, sehr alte Frau, die mit dem Rollator da irgendwie steht und irgendwas macht mit der Pfanne und vor sich hin murmelt. Außerdem sehr viele hypoallergen gezüchtete, haarlose Katzen, die sind ziemlich dicklich. Und haben noch ein paar andere, vielleicht gewollte Züchtungen mit, also sie haben alle extrem lange Schwänze und dafür extrem kurze Beine. Ja, und sonst halt so Möblierungen, Tritt, der die ganze Zeit läuft, der sieht aber auch schon so aus, als würde der verdammt lange laufen. Es kommt der Heimatsender und sie bemerkt euch nicht wirklich, als ihr reinkommt. Ist sie tot? Nee, sie kocht doch. Sie bewegt sich noch. Ist sie cool? Das ist eine gute Frage. Ja, sie ist tot. Sie kocht. Siehst, so wie du es jetzt gesehen hast, sieht sie nicht aus wie ein Ghoul. Obwohl da nicht mehr viel fehlt. Also dann können wir uns umdrehen und gehen. Moment, vielleicht ist es ja die Mutter von der Alten. Sieht sie Matrioschka ähnlich? Mit viel Fantasie? Ist es eine Elfe? Viel Fantasie, ja. Sie ist alt. Sie kann eigentlich keine Elfe sein. Das ist eine Elfe. Echt? Ja. Aus Prinzip. Schön. Weil sie dicke Hängebusen hat, deswegen ist sie eine Elfe. Das ist Matrioschka. So, Moment. Es ist, sie ist die Besitzerin vom Laden. Mit dicken Hängebusen. Das ist Matrioschka. Mit viel Fantasie ist sie auch Matrioschka, ja. Aber was ist ihre Mutter? Ich weiß nicht, wie viel Mutter, Fantasie du hast. Keine Ahnung. Eine Elfe mit dicken Hängebusen an. Und auf die Frage hin sieht sie aus wie Matrioschkas Mutter mit viel Fantasie, habe ich gesagt, ja, mit viel Fantasie. Viel. Ist sie elfisch gealtert oder menschlich gealtert? Sie ist elf. Sie ist menschlich gealtert. Hm? Sie ist einfach nur als Elfenposer quasi. Vielleicht ist Matrioschka auch ein Elfenposer. Sollen wir sie jetzt mal ansprechen? Komm, wir sprechen die an jetzt. Warum? Dann erschreckt sie sich und kippt tot um. Lass uns sie verschwinden und gut ist. Na und wenn das die Mutter ist, können wir sie trotzdem erschießen. Wir können sie mitnehmen und die Alte rauspressen. Jetzt gucke ich dich gerade echt böse an. Das ist Jojo egal. Du erschießt wir befragen nicht die jemanden jetzt. Mutter, wenn die Mutter damit nichts zu tun hat. Wir befragen die jetzt. Das ist eine alte Oma, was sie in Ruhe oder gut ist. Snuffies! Snuffies! Komm, fressi, Snuffies! Ich pack... Man, da ist die Bahn einfach weggefahren, hätte man warten können. Ich nehme die beiden Mädels an der Schulter und zieh sie quasi so nach hinten wieder raus. Atme, die hat damit nichts zu tun. Snuffies! Bist du das, Snuffies? Warte, dass das die scheiß Mutter ist. Das ist die Mutter. Ja, und die Mutter hat trotzdem damit nichts zu tun. Ich werde die jetzt ansprechen, ich spreche die an. Dann sprich sie mal an. Ich hab ein Foto von ihr. Was? Hier ist ein Foto. Genau. Dankeschön. Jetzt musst du mir den Namen nochmal sagen, weil der Spieler hat schon wieder vergessen, wie die heißt. Trapjov. Frau Trapjov. Snuffles, bist du das? Komm, fressi, Snuffles. Ich beweg mich mal in ihr Blickfeld. Ja, sie guckt dich ziemlich glasig an.
Guten Hallo. Tag. Ist Guten es Tag. Schon wieder soweit? Ja, das ja, ist schon wieder soweit. Was ist denn schon wieder soweit? Sie guckt etwas designiert auf den Boden und versucht sich offenbar zu erinnern. Heute, warten Sie, Snuffles! Sie geht rüber zum rudimentären Computer der Wohnung. Okay. So. Da steht dick drauf Donnerstag. Bonustag. Heute, Donnerstag. Ach, Donnerstag. Heute keine Pillen. Snuffles! Essen? Bringen Sie heute Essen? Nein, Frau Trapioff, wir suchen nach Ihrer Tochter. Lena? Lena? Sind Sie das, Lena? Ja, ich bin's, die Lena. Die haben sich aber verändert. Haben Sie ein bisschen zugelegt? Ich seh's doch hier. Sie, ja, an der Hüfte. Pack dir ein bisschen in deinen nicht vorhandenen Bauchschmeck. Oh, da müssen Sie aber noch mal ein bisschen weniger essen. Ja. Wo ist wer denn sind Sie? Das sind Sie meine Helfer. Sie sind bestimmt der Mann, der meine Vorhänge richtet. Sehen Sie sich das mal an, ganz rausgebrochen. Da drüben. Ich versuche, die Fänge zu richten. Entschuldigung, da drüben, wo sie hinzeigt, liegen jetzt nicht direkt Vorhänge, sondern ein Berg aus Katzenfuttertüten, die alle leer sind, schon ganz schön gut angesifft. Ja, das da oben und nicht schief wieder wie der letzte, bitte. Ja, danke, junger Mann, da drüben ist der kleine Obolus, da können Sie sich nehmen. Möchten Sie ein Bier trinken? Ich hab gar... Gucken Sie mal da, Snuffles, gucken Sie da, Kühlschrank, Bier. Ich guck mal in den Kühlschrank. Bist du sicher, dass ich ihr damit keinen Gefallen tue? Ja. Du bist so ein Monster, Alter. Halt es ja, in deinem Leben. Ja, du lass es. Ich guck mal nach einer Katze, die aussieht wie Snuffles. Oh, die sehen alle aus wie Snuffles. Ich nehme jetzt mal irgendeine Katze auf den Arm. Oh, Snuffles. Ja, das ist Snuffles, nicht? Ja, ich geb sie, ich reiß sie ja gar nicht mehr. Haben sie dieses furchtbare Nuttendiesel nicht mehr drauf, Lena? Nee. Ich hab da auf sie gehört und ich leg das nicht mehr auf. Ich, Frau Trippnöpf, wo ist denn Ihre Tochter? Na? Wo ist denn Ihre Tochter? Tochter. Ich zeig ihr das Bild, was Jojo mir gegeben hat. Sie starrt drauf, versucht sich wieder zu erinnern. Kommt was oder ist blank? Die! Ja, das ist... Ne, die? Das ist doch... Lena, sie Dummerchen, das ist nicht meine Tochter. Die hat das doch hier beim... Die Na? Kümmert sich doch hier. Um was denn? Pillen und Essen, Katzenfutter, ja, Snuffles. Das ist das, Frauchen, feine Katze. Warst du wieder draußen, Snuffles? Währenddessen kontrolliere ich den Kühlschrank und würde nach... Das war mir klar. nein, ich gucke, ob da die Lebensmittel mittlerweile abgelaufen sind. Wahrscheinlich ja, oder? Nö. Erstens, das ist schon eine harte Ansage, bis da Lebensmittel ablaufen, aber die sehen relativ neu aus. Okay, gut, prima. Ansonsten nehme ich jetzt welche. Der Kühlschrank ist neu genug, der meldet dir, dass da jeden Montag kommt da Essen. Sehr gut. Dann kontrolliere ich die anderen wichtigen Sachen, also dass sie wirklich, die Frau hat ja anscheinend Alzheimer. Oder irgendwie was anderes. Dementsprechend gut aus. Schauspielerin. ja, aber ich, er macht sich gerade durchaus Sorgen um das alte Ömmerchen. Ein bisschen, weil sie völlig verwahrlost ist. Dementsprechend würde er gerade wirklich das Nötigste machen, damit die Frau nicht mehr ganz so verwahrlost hier rumsitzt. Vor kurzem haben wir tatsächlich noch Witze drüber gemacht, dass Carvan ein Gutmensch ist. Ist er ja auch nicht eigentlich. Weißt du, jetzt ist wieder total die Doppelmoral.
Oder meinst du, der Brandmarken will die alte? Und dann die alte, weißt du, die wieder jetzt verschonen? Nee, ist weißt okay. Weißt du, Gunfist will er jetzt als Kugelfang rausstellen, irgendwie bei den Dinger, hier bei den Fleischern. Und für die fängt er jetzt an, irgendwie so ein Theater zu veranstalten. Ja, finde ich gut. Jojo steht einfach nur im Türrahmen und traut dem Braten noch nicht und überlegt sich immer noch, die Frau zu erschießen. Wenn du zu lange da rumstehst, kriegst du irgendwann einen Wischer in die Hand. Jojo drückt dir diesen Wischer zurück in die Hand. Das Einzige, was du im Wesentlichen machen kannst, sind auch ist tatsächlich sowas wie den Müll mal rausbringen oder in den Schredder werfen, weil die Katzen, Alter, die rennen da überall rum, die spielen auch im Klo und in der Dusche, also überall. Der Katzenklo wird vernünftig gemacht, der Jasmin wird rausgebracht, sowas. Ich hab endlich Kapans Charakter verstanden. Der steht nicht auf Trannies, der steht auf Grannies. Ich hab's. Bei Russian, für ihn ist dabei. Nee, danke. Gerade komm, so Zugepilzte brauche ich nicht. Billy war ihm einfach zu jung. Richtig. Boah. Ich war zu jung. Grandpa Gay Porn, das ist sein Ding. Ich gehe jetzt mal, wir sind ja relativ sicher durch hier in der Bude. Ich gehe jetzt mal durch den Computer durch, was auf dem Computer so drauf ist, liebster Trolle. Beauty, die Frau wird finanziert vom Horizon Project. Der Vormund ist Frau Trabjow für Frau Trabjow. Das ist ihre Mutter. Ha! Sag ich doch! Ach, Moment. Vielleicht. Es ist nicht ihre Mutter. Ihre Tante. Das ist auch nicht ihre Tante. Ihre Schwester. Mach mal bitte Fälschen und Logik. Oh. Das kann ich nur irgendwer und jetzt hat sie das irgendwie so eingefädelt, aber. Ach, nee. Und die lässt sich einer von. Die lässt sich das vorher sich hinvegetieren. Es ist keine Verwandtschaftsbeziehung. Sie ist der Vormund, aber auch nur, sie hat da diese Begräbnis und so einen Scheiß organisiert und nicht ganz furchtbar. Also, die wird nicht nur eingeäschert, sondern die kriegt noch eine Urne, die irgendwo hingeschmissen wird, vermute ich dann doch auf den Müll. Aber es ist nicht ganz das allerletzte, sag ich mal. Und sie hat da selbst, also die junge Frau Trabjow hat da selbst keinen finanziellen Aufwand. Das Horizon Project hilft doch allen Menschen. Er liebt halt Horizon. Auch dir? Total. Das ist eine super PR-Maßnahme, hallo? Außerdem, was du auch, ich meine, das sind ja vor allem auch freiwillige Horizon-Lohnsklaven, die in ihrer Freizeit dann sowas machen, wieder Essen vorbeibringen. Von daher ist das eine super Sache. Ja, das ist auch total toll, weil das ist nämlich eine perfekte Tarnung, um jemanden ein Geschäft aufzubauen zu lassen. Ach ja, du findest auf dem Computer ganz viel Geschäftspost und so ein Scheiß, Steuern und so ein Kack. Hm. Her damit. Bitteschön. Irgendwas Suspektes? Ich glaube nicht, dass du genug Ahnung davon hast. Nichts, was dir auffällt. Ich wüsste, wer Ahnung davon hätte. Ich pack die Dinger ein, auf jeden Fall. Naja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall die Geschäftsführerin und die voll. Also vielleicht kriegen wir es hin. Nee, das ist zu aufwendig. Die Frau hier ist nicht die Geschäftsführerin. Nee, ja, nee. Okay, ja. Das ist wahrscheinlich die andere Trabjow, ne? Ja. Aber das ist halt die Wohnung, die die junge Frau Trabjow mitbezogen hat, quasi als Wohngemeinschaft, damit die auch ein bisschen dann als Vormund für die alte Frau da ist. Die übrigens, während du aufräumst, ich muss dich, weißt du, es ist hier, das muss ich kurz erklären, es ist hier gang und gäbe, dass wenn du mal was Gutes machst, ich dich dafür noch quäle. Das heißt, die Frau rennt dann mit verschiedenen Snuffles rum auf dem Arm und zeigt dir die immer und die Wieser kratzen so fürchterlich. Das kannst du dir nicht vorstellen, oder? Das ist auch für deine Haut. Ich meine, du bist ja gepanzert bis zum Jed nicht mehr. Aber Alter, die Arme, die sehen dann aus wie Sau. Ja, das wird alles shit. Das, ich merke jetzt schon mal an, wenn ich hier wegfahre, werden die Wunden alle desinfiziert. Gut. Gibt's hier noch irgendein Zimmer, das irgendwie, wahrscheinlich nicht, ne? Das ist nur ein kleines Apartment ohne Zimmer, das wir bisher noch nicht. Toxoplasmose, gut. Unser Ork ist doch jetzt anfällig gegen Toxoplasmose, oder? Ja. Toll. Ey, kommen die größten Typen mit einer Schrot auf mich zu und schießen oder sowas, passiert nichts, aber da kommt eine kleine Katze und kratzt mich. Es sind viele kleine Snuffles. Merke, tot durch wenn mir Kaman irgendwann mal zu sehr auf den Keks geht, ne? Muss ich ihn einfach nur anniesen. Ja. Ein Popel gegen das Horn gesnickt einfach nur, weißt du? Ich muss ihn einfach nur bei der falschen Nutte zuführen. Boah. Na, Billys Nutten kannst du da nicht nehmen. Aber vielleicht Falcon-Nutten. Aber das sind ja auch scheiße. Passt nicht.
Ja, wie dem auch sei, also ich werde mich ja ein bisschen um sie kümmern. Ich würde auch mit ihr dann das Essen zu Ende kochen und so weiter und so fort. Tuyo geht vorher schon mal runter. Also, ne, also, drauf. Und dann würde ich mich halt mit der Dame unterhalten und, ne, die... Weißt du, dass das sehr mühselig ist, ne? Ja, würde mich auch sehr, ich würde mich halt auch weiter unterhalten und möglichst viel über die junge, über ihre, ne, über ihre Vormundschaft quasi erfahren, über die Frau da. Und so weiter und so fort. Wann war sie zum Beispiel das letzte Mal da und, ne? Also was die macht Frau die denn kann so gerne? Sich nicht mehr erinnern, wann die junge Frau Trapioff das letzte Mal da ist. Das entschuldigt sie natürlich, weil sie sich generell manchmal ein paar Sachen vielleicht vergessen könnte. Und dass die Frau damals mit ihr so ein bisschen testamental Sachen geregelt hat und dass sie sich ganz toll um sie kümmert. Also das ist echt die Beste von allen. Übrigens wird es irgendwann zu folgendem Punkt kommen. So nach, weiß ich nicht, sagen wir mal 10 Minuten. Dreht sie sich kurz um zu Snuffles, streichelt ihn, guckt dich dann wieder an mit einem Gesicht des Entsetzens und der Abscheu. Was? Sie schon wieder? Hören Sie endlich auf, mich zu berühren? Raus! Raus! Die Unsägliche! Eine Dame! Ich will dazu anmerken, ich habe sie nicht berührt. Ich weiß das doch. Gut. Ja, ich versuche sie dann zu beruhigen und ne, nochmal zu sagen, wer ich bin, quasi natürlich ein Fake-Name. Raus! Sie! Ich rufe die Polizei! Sie sucht nach also sie geht zu der Wandhalterung, wo mal eine Kommunikationsmöglichkeit angebracht war, und tippt dann erstmal an der Wand rum, bis sie bemerkt, dass da ja auch nichts mehr ist. Raus! Sie dreht sich um, geht zum Tritt und versucht da die Polizei zu rufen. Sie gibt den Kanal 110 ein. Sie ist jetzt auf einem Toll-Gay-Porn-Kanal. Danke. Wir müssen einmal pro Folge Troll-Gay-Porn erwähnen. Wir haben noch nie Troll-Gay-Porn gehabt. Es spielt Buttplugs eine Rolle. Stimmt, Buttplugs, ja, es stimmt. Naja, ja, wenn sie sich nicht beruhigen lässt, würde ich dann auch irgendwann gehen. Gut. Jo sitzt ohne Maske mit einer Cola in der Hand im Bumsbulli und guckt irgendwas auf ihrem Comlink. Ich würde meine, wie gesagt, wie angekündigt, würde ich jetzt meine Wunden desinfizieren. Muss ich würfeln? Nee. Ist okay, danke. Kriegst auch so Toxoplasmose. Mach dir schon mal einen neuen Charakter. Ey, das ist der erste Satz von meinem allerersten Spielleiter, den ich je gehört habe. So. Jojo sagte doch, sie kenne jemanden, der sich mit etwaigen Unterlagen auskennen könnte. Ja. Wem können wir denn die Sachen zukommen lassen? Naja. Na. Du kennst den Kerl auch. Fedor. Nein. Dann stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Wen denn? Na? 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 Ich kenne den Typen auch. Ja, klar. Deinem Arbeitgeber. Valerie? Nein. Alter! Selbst ich habe mir das mittlerweile gemerkt, weil du hast mir angeboten, dass ich da mir mal was machen Gandhi. Lassen kann. Was, Gandhi? Ach du Scheiße, du hast recht. Gandhi. Du hast mir das sogar schon mal angeboten von dem, dass er mir so ein Fake-Dingsbums macht, oder nicht? Hä? Ich glaube, nee. Du verwechselst das, der Spielleiter. Nee, egal. Wie dem auch sei. Das hat der Spielleiter Billy gesagt, aber das hat richtig stimmt. Hat dann gesagt, sie empfiehlt das vielleicht jemandem weiter, aber hat es dann letztlich nicht gemacht. Stimmt, so war noch das. Nicht. Oder dem Arbeitgeber. Deswegen hat sie gesagt, ihrem Arbeitgeber. Jojo weiß auch noch nicht, dass Gandhi Billy rausgehauen hat, deswegen hat sie es so gesagt. Hat sie noch nicht rausgehauen? Ja, bitte. Ja, dann macht jetzt Billy Folgendes. Jojo ruft Gandhi an. Oder du rufst Gandhi an, genau, mach du mal. Ich kann das erklären. Was kannst du erklären? Ich weiß, das ist hart für dich, dass du dir jetzt irgendwas anderes überlegen musst, aber ich hoffe, Billy hat ja auch von dem zweiten Teil erzählt. Ich meine, ich kann da, ich meine, das ist... Hättest du mir das nicht mal schon dabei bringen können?
Nein, du lässt mir das auch noch über Dritte zukommen, ey, du feiges Arsch. Nein! So brauchst du gar nicht anzufangen. Wie man's macht, macht man's falsch bei den Bitches. Alter, das kannst du nicht. Mann, was ist denn los? Wenn du das klären willst, dann kommst du ran, dann hau ich dir eine runter und dann weißt du wieder, wo du bist. So. Jungs, Junge, komm, wir wollen Kasse was von denen. Was bis gleich. Achso, sind aber jetzt nicht auf Arbeit, Mann. Achso, wo bist du? Ich hau dir auch woanders die Kasse da hinten. Du? Na klar. Ja, fahr ich nochmal schnell, ich bin noch auf dem Weg. Fahr ich nochmal zurück. In der Hängematte bin ich unverwundbar. Deine Hängematte. Die Hängematte der Unbesiegbarkeit. Das ist ein Kokon. Achso. Kokon. Ja, nee, ist es nicht. Das weißt du, tschüss. Ich kenn. Ja, Arsch. Komm, wir fahren jetzt dahin. Los geht's. Ihr kommt an. Nehmt ihr Kaban mit? Ja, ne? Wenn er mit will. Ach so. Bitte? Keine Ahnung. Dir. Ich weiß nicht, ob Gandhi das so recht ist. Dann frag ihn doch, ob wir noch immer mitbringen können. Wir wollten ihn doch. Also ach so, ich ja, dann kommt von vorstellen. Jojo. Ah ja, stimmt. Ja, gut, stimmt. Du hast ihn. Ja, hä? Wieso wolltest du ihm den vorstellen? Ach, weil Gandhi neue Geschäftsidee hat und er kann uns da eventuell helfen, gewisse Sachen. Deswegen ja auch die ganze Scheiße mit den Dokumenten jetzt. Einfach, los geht's. Sag einfach, wir bringen noch jemanden mit und er soll sich nicht so anstellen. Was? Dort oder was? Für mich? Hä? Nee. Warte, jetzt bist mal ruhig. Los geht's. Jojo, schreib dir noch eine SMS auf dem Weg. Da kommt noch jemand mit. Jetzt? Du sollst dich nicht so anstellen, hat Billy gesagt. Irgendwie wollte sie dir den sowieso vorstellen. Okay. Es kommt zurück, dass er zurzeit aber nicht auf der Suche nach was Festem ist. Darauf soll die Person sich auch einstellen. Jojo dreht sich zu ihm um, er ist leider nicht auf der Suche nach was Festem. Aber ich glaube, für eine Nacht nimmt er dich mal mit. Ich auch nicht auf der Suche nach Männern. Oh. Aber das würde echt weiterhelfen. Das ist so nötig, hab ich das nicht. Aber es wäre echt, ich glaube, das würde echt weiterhelfen, wenn du ein bisschen nett zu ihm bist. Ich nicht kann wohl nett zu ihm sein, aber nicht auf diese Art und Weise. Na, wenn du dann bisschen zuvorkommen. Es muss ja nicht viel, aber so ein bisschen, weißt du, ich glaube, das ist. Oh komm, jetzt hab dich nicht so. Take one for the team. Nein, mach das selber. Er wollte ja schon. Aber ich hab keinen Schwengel. Dann, wir haben noch jemand anders damit. Ja, die hat Brüste. Ich hab auch Man-Boobs. Ja, Man-Boobs. Vergiss es, Mädchen. Ach komm, nur ein bisschen. Nein. Ich werde doch jetzt nicht mit euren schwulen Kontakten flirten. Warum denn nicht? Billy flirtet doch auch mit irgendwelchen Kerlen. Sie würde auch mit irgendwelchen Kerlen. Kerlen ins Bett gehen. Nee, oder auch mit Frauen ins Bett gehen. Wahrscheinlich, denke ich. Du würdest sicherlich auch mit Frauen ins Bett gehen. Ja, das ist richtig. Siehst du, da kannst du doch mal ein bisschen flirten wenigstens. Wenn das eine Frau ist, dann gerne. Alter, hab dich doch nicht so. Wie kann man so verstruckt sein? Was denn? Ich stehe halt nicht auf Kerle. Ja, du musst ja auch nicht auf ihn stehen. Darum geht's. Du sollst ja nicht mit ihm ins Bett. Ja, und warum soll ich ihn dann anlügen? Das ist doch... Mir fehlt die Liebe. Amour. Es kniest doch nicht. Nee, also ich hab da echt keine Vorurteile oder sowas, aber... Doch, hast du! Nein! Doch, ich muss es einfach nicht so anstellen. Ach, Nonsens, ich stehe da einfach nicht drauf, wo gut ist. Ja, hier geht's auch nicht darum, dass du drauf stehst. Das ist genauso wie wenn eine Frau irgendeinen alten Knacker, auf den sie garantiert auch nicht steht, dass sie da so ein bisschen zuvorkommt ist und dann tut er, was sie will. Ja, ist ja gut. Ich kann mir gerade vorstellen, wie Jojo mit so einem alten Knacker flirtet. Das funktioniert richtig gut. Wenn ja, sie ihren Flirtskill auspackt, dann ist es auf jeden Fall auch besser als mit mir und Düss und Eiswürfeln. Echt. Weil Jojo auch nicht flirten kann. Na du alte Schabracke, gib mir jetzt mal eine Kiste oder wie? Oder gibst du mir schön das Passwort, ne? So machen wir das hier. Komm, Brüstchen. Schön feste müssen sie sein. Wenn sie denn Brüste hätte. Doch. Ja, großes A sind auch Brüste. Ja. Reicht für so einen alten, der sieht das auch nicht mehr. Kommt jetzt endgültig an. Ja. So.
und geht hoch in sein Büro und er liegt tatsächlich so in seiner Hängematte, dass er halt quasi die Seiten über seinem Körper zusammengeschlagen hat. Das ist also halt tatsächlich ein Kokon. Moin. Hallo, Chefe. Kasse er nach hinten. Er schlüpft quasi aus seiner Hängematte einigermaßen gewandt, soweit das geht, und trägt die wunderbaren Flügelchen einer eines Schmetterlings. Ich bin ein bezauberndes Wesen. Ich bin geschlüpft. So, was ist jetzt hier? Hallo, wer bist du denn überhaupt? Ich bin der. Komm jetzt hier. Ich bin Kaban. Du bist Kaban, du bist ganz schön groß, Kaban. Ich bin General Gandhi, aber die meisten nennen mich auch Arschkrampe, was ich aber nicht gut finde. Kannst bei Gandhi bleiben, ist auch okay. Okay, prima. Moin, Gandhi. Ich hab noch drei Paar Flügelchen. Ich weiß nicht, ob die euch passen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die mitnehmen. Her damit. Da hinten in der Kiste. Billy packt sich die an. Super. Was von deiner Expertise? Ich würde sagen. Guck nicht so auf seinen Schritt, nicht Expertise. Was? Nein. Hallo, sein Schritt, da krieg ich ja Angst, das will ich doch ja nicht. Nee. Ich würde sagen, zurzeit ist Death Metal der Shit, ja. Ja. Das ist schon ziemlich cool, aber wir meinten, glaube ich, was anderes. Ich gebe ihm mal so einen Whiff. So einen Whiff der Daten gebe ich ihm mal. Und was ist das? Ja, das würden wir gerne von dir wissen. Genau. Ja, gib doch mal schon mal eine kurze Einführung. Das ist. Irgendwas ist mit den Daten nicht ganz okay hier. Wir möchten Details wissen. Irgendwer Details hat dauern aber. Ja, deswegen brauchen wir deine Expertise. Ja, das ist hier aber nur ein Whiff. Da brauche ich A, alles und B, brauche ich Zeit. Und wenn ihr mir sagt, wonach ich suchen könnte, dann würde das auch alles viel schneller gehen. Wir brauchen alles, was geht gegen die Person, die das geforscht hat. Ah. Und Zeit hast du 35 Wochen. Nein, 5 Tage. So lange brauche ich ja auch nicht, aber... Na, dann sagst uns halt, was du kriegst. Ne? Also du sagst, das ist hier irgendwie, das ist Gemauschelei im Gange. Ja. Ja, das ist ja völlig untypisch für Moskau. Gell? Okay. Naja, morgen habe ich hier zu tun. Ja, mach ich euch. Ist jetzt nicht das Ding. Supi. Ich sag mal, morgen Dankeschön. Irgendwann kriegt ihr einen Anruf oder so. Gut. Dann lass ich dir mal die Daten hier da. Und du meldest dich. Eine Bäckerei. Meine Expertise. Ich dachte, jetzt kommt der übelst geile Scheiß, wo ich mich richtig austoben kann. Wo ich dann sagen kann, oh, da hat aber ein Excel ganz schön Mist gebaut. Und jetzt kommt der mit einer Bäckerei. Echt jetzt? Oh, und Kaffee, verzeih. Du hast ja keine Ahnung, wo du dich da reinbegibst. Ich spüre den Schauer der Action oder irgend sowas. Weiß ich nicht. Genau. Fahr. Bitte, so viel Adrenalin, das kann ich gar nicht verkraften. Da muss ich nochmal ein kleines Schläfchen machen, bevor ich loslege. Nee, geht, passt kein Ding, ruf ich euch morgen an. Beauty. Dankeschön. Ey, und hier, du Kaban, ne? Mhm. Da musst du Jans hier was schauen mit denen. Das sind so Femme verdammt. Die, ja, das ist. Die sind schlimm. Die sind da, also da hast du echt. Ich kenne die ja noch nicht lange, aber. Können wir euch zwei kurz. Nee, ich glaube auch schon, wir lassen die beiden mal kurz lästern. Überleg dir genau, ob du da noch ein paar Schritte weitergehen willst, weil echt, da ist er. Naja, ich sagen wir es mal so, nur unter uns, ich glaube, daraus wird nichts. Du, ich meine doch, Alter, ich meine jetzt nicht mal Fiki-Fiki, Alter, ich meine auch so, das sind so Kraken und die reißen dir dann das Herz raus oder die Milz oder Leber, vor allem Leber kannst du nicht mehr saufen, ganz furchtbare Sache. Dann musst nur du weil echt... du nichts verträgst. Guckst du dich mal kurz an? Soll ich mal ein Met auspacken oder wie sieht das hier aus? Mhm. Ah, dann nehmen die vielleicht ein Met. Aber auf jeden Fall. Du und brauchst Gandhi, auch nicht quatschen. Ja. Du hast noch gesagt, Party demnächst. Also jetzt nicht lang schnacken, mach dich an die Arbeit, wir brauchen Daten. Ist ja okay. Sag mal, so fordernd. Deswegen bin ich dein Vorgesetzter? Tut mir leid, Chef. So, danke schön. Aber meiner nicht, das heißt, ich kann jetzt unfreundlich sein. Bist Moment, du schon immer outgame, gewesen? Outgame. Bist du nicht noch gemeldet? Sie hat schon vor Ewigkeiten gekündigt. Und was, worauf läuft denn es hin? Soweit ich weiß, hat mir gesagt, du hast gekündigt im Sinne von, du arbeitest dann nicht mehr, aber du hast halt geringe Abgaben, damit er die Arbeit für deine Sinne noch aufrechterhält. Achso, echt? Muss da drin cool, ja, haben. Stimmt, du hast recht. In your face, bitch.
Deiner bin ich quasi auch noch, also jetzt mal schön ruhig und das nächste Mal setzt du bitte, mich. Setz dir bitte dicke, fette Brillengläser auf, damit ich mir noch mehr Sekretärinnen vorstellen kann und jetzt raus, ich muss arbeiten, ihr haltet mich viel zu lange ab, das ist alles scheiße mit euch, scheiße, könnt ihr kotzen. Kasse nach hinten, mein Freund, Kasse nach hinten, so, bis dann. Nehmt die scheiß Flügel mit. Warum? Tschüss, ich fliege. Ja, beim Rausgehen sag ich ihm noch, sei froh, dass du die rausschmeißen kannst, ich muss noch mit denen weiterarbeiten. Jojo tritt Kaban in den Hintern. Kraken. Schrecklich. Sie tritt auch Gandhi in den Hintern. Und während er in der Hängematte liegt. Dann geht sie raus. Gut. Und nun? Kriegen wir morgen einen Anruf. Was war das eigentlich für ein Vogel? Das ist kein Vogel, das ist Gandhi. Ja, ich meine, ne, war ja ein netter Kerl, aber... Ist. Ja, meine ich ja. Na, er kennt sich halt so ein bisschen mit Bilanzen und dem ganzen Shit aus. Okay. Ihr hört von drinnen halt noch ein. Oh mein Gott! Das ist scheiße. Sie haben Kenny getötet! Entschuldigung, musste noch sein. Sehr schön. Jojo macht nochmal kurz die Tür auf, steckt den Kopf rein. Dann hättest du vielleicht was anderes lernen sollen. Sonst hab ich was gelernt, ja? Ich auch. Ja, mach jetzt die Tür zu. Kopf raus. Mach die Tür zu. Ich sehe keine Brille. Ihr kriegt, also die beiden Damen kriegen einen Gruppenanruf. Achso, hier, jetzt kommt's wieder. Hola, hallo. So, Alter, das ist... Mann. Langweilig? Ja, das sowieso. Ja, da gab's Schindluder. Aber ich würde mal sagen... Es ist, ja, also hauptsächlich halt sowas, da gab's Frau zwei Trabjovs und da weiß man nicht genau, was ist. Vielleicht waren das auch mal nur eine Frau Trabjov und ganz plötzlich könnte es passiert sein, dass da zwei draus wurden, verstehst du wie? Das ist so Sinn-Dings und da ist halt ihr Chef, mein Gott, da gab's so ein paar Sachen, wo vielleicht... Die Ausgaben für Lebensmittelanlieferungen, die waren manchmal ein bisschen hoch. Da könnte man vielleicht munkeln, dass auch ein bisschen Steuerhinterziehung war. Und da könnte man munkeln, dass das Geld vielleicht irgendwo anders verschwunden ist. Aber jetzt nichts total Krasses. Und also hier, das, was ich sehe für angebliche Sicherheitsstandards in der Gegend, ist ja wohl mal völlig übertrieben. Und habt ihr da irgendwo einen Cyberware-Scanner gesehen? Ich denke nicht. Denke ich echt nicht. Kann ich mir echt nicht vorstellen, oder? Nee. Ja, siehst du, also es gibt da ein paar Sachen, weiß nicht, was du genau willst. Ich kann euch ein paar Punkte rausschreiben, aber ist jetzt auch nicht. Nee, das ist nicht so wichtig, glaube ich. Die Erfüllung. Also ich bin nicht gekommen, muss ich sagen. Tatsächlich. Es lässt sich auch keinen Rückschluss ziehen, wer die richtige Person ist, die sich eventuell da verändert hat. Achso, die richtige Person rein. Vom Sinn würde ich sagen, weil die alte Trabjov, die hat schon immer, kannst du gucken, die hat einen relativ soliden Lebenswandel bis irgendwann, wo sie kaputt war. Und die junge, die würde ich eher schätzen, dass die vielleicht entstanden ist aus der alten. Ja, aber die Ursprünge von der jungen Wissen kriegt man jetzt so darüber nicht raus. Nee, auf gar keinen Fall, das, keine Ahnung. So gut bin ich da nicht im Suchen. Juti. Kriegst ein Fass Met beim nächsten Mal. Moment, ich habe gehört, das ist ja, also ich kriege drei Fässer Met oder so. Drei Fässer? Gut, dann geben es drei Fässer. Na, Juti. Irgendwelche Geschäftskonten, auf die man Zugriff haben könnte, wahrscheinlich ja nicht. Habt ihr Carbon in den Gruppen noch reingeholt? Hab ich das gehört? Nö. Scheiße, nee, stimmt ja, Entschuldigung. Sorry. Der soll uns mal alles aufgeschlüsselt irgendwie als File darlegen, was er gefunden hat, sodass wir das nur mal zusammen drüber gucken können, quasi. Das macht er, ja. Aber irgendwelche Präferenzen? Also irgendwas, was ihr gesondert, wo ihr Wert drauf legt? Finanzen. Juli. Krieg ich mal hin. Okay. Besten Dank. Oh. Ist einen, keine Ahnung, hat irgendwer noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Keine Idee. Nö. Juti, kriegst drei Fässer Met. Zur nächsten Fete sagst du Bescheid.
40 Kilo Trockenfisch. Das kann schon mal nicht sein. Ja, okay, ich schreibe das nochmal auf. Ich habe schon immer gesagt, die Tante ist fischig. Immer habe ich es gesagt. Gut. Jetzt kommt der Konferenzanruf. Also jetzt kommt, wird Kaba mit reingeholt. Der hat einen Applaus noch mit reingepackt. Aus Versehen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Moin, moin. Hey, ho. Also da ist jetzt nichts weiter Großartiges rausgekommen. Wir kriegen jetzt nochmal eine Komplettaufschlüsselung, aber so ist da ist erstmal nichts. Okay. Schade, ja, ich denke auch nicht, dass wir sie wirklich an die Karre sind, dass sie irgendwo eine Fake-Sin haben, wo dieser Name draufsteht, wahrscheinlich, indem sie Ganze organisiert. Das mit dem Feuer in dem ganzen Ding ist mir mal so aufgefallen, ist eigentlich ziemlich blödsinnig, weil dann kriegt sie einfach nur Kohle von der Versicherung. Vermutlich, ja. Also, wenn das in den Unterlagen steht, dass das versichert ist, kann man natürlich eventuell, wenn man das Ganze, obwohl, nee, dann müssen wir Zugriff auf die Sinn haben, um das zu umzubiegen. Nee, lass das mal. Sag mal, werden ihre Konten eigentlich gesperrt, wenn, also sprich, die Trapliov gibt's ja jetzt quasi zweimal und wir haben die echte. Und na, die hat keine offiziellen Konten, die hat doch Konten bei der Worry, natürlich werden die nicht gesperrt, weil das alles über die Worry läuft. Okay. Aber wir könnten mit der echten Trapliov jetzt zur Worry gehen und sagen, hier, das ist, wir heben mal das ganze Geld ab, was die Frau Trapliov noch hat hier. Blöd. Na. Das läuft doch bei jedem so. Schade, also so ist auch kein Rankommen über das Geschäft. Vielleicht warten wir einfach noch ein bisschen. Ja, also der Typ sagte ja, in 2 Wochen soll sie wieder da sein. Vielleicht hat sie ja... Der hat einfach eine Nummer gesagt. Naja. Glaube ich. Der wirkt überzeugt. Vielleicht hat sie ihm einfach wirklich gesagt, in 2 Wochen bin ich wieder da und sie kommt wirklich in 2 Wochen wieder. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir die Sachen vielleicht einfach anonym zu den Bullen schicken. Dann sehen die zumindest, dass die Sin ein Fake ist. Dann machen sie den Laden auf jeden Fall dicht. Dann ist damit, damit berauben wir ja auch keine Existenz so richtig, oder? Naja, wann ist Sin? Wie war denn das bei euch, als die Sin weg war? Ich wollte schon sagen, wie war denn das bei uns, als die Sin weg war? Das dann ist ihre Hauptsin. Eine neue bei der Worry. Ja, aber das kostet sie Geld und das ist ihre Hauptsin. Vermutlich, ja. Also sagen wir es mal und so. Und es kostet auf jeden Fall das Geschäft. Es kostet eine Menge Kohle, es kostet sie das Geschäft. Also ich meine, du weißt selber, wie teuer so eine scheiß Sin ist. Und ich sag mal, mehr zerstören können wir sie damit nicht. Wir können sie nur von Karren pissen, aber das ist irgendwie auch großartig alles, was wir tun können. Wir können sie nicht erstmal so mehr als irgendwie ein paar Leuten Bescheid zu sagen, dass man mit der besser nicht zusammenarbeitet oder mit der besser keine Geschäfte macht und ihr die Sinn zerstören, können wir im Grunde genommen nicht machen. Das ist, also entweder wir geben uns damit zufrieden oder wir lassen es halt komplett sein. Und warten einfach erstmal und hoffen, dass sie jetzt einfach vielleicht noch irgendwie ein paar Monate da bleibt, wenn sie darauf Bock hat. Und dann gucken wir einfach nochmal, was sie dann macht. Ich mag die Idee, die ihr gerade gesagt habt, dass sie ihre Sinn weg hat. Dann machen wir das so, dass wir jetzt die Daten, so wie sie sind, aufgeschlüsselt der Alten geben. Und nicht dann der Alten, wir geben die einfach Hör doch Bullen. Zu, jetzt einfach mal. Ja. Wenn du das den Bullen wieder gibst, dann ist es doch auch scheiße. Das bringt doch auch gar nichts, wenn wir das den Bullen geben. Die ignorieren das doch hauptsächlich. Quatsch. Aber wenn wir... Die Alte kriegt das aber nicht mit. Jetzt lasst mich doch mal fertig reden, gerade wieder. Wir geben das der Alten, dass wir dann anschließend ihr sagen, sobald die Herren in der blauen Uniform kommen, muss sie das denen geben und sagen, Betrug, Betrug. Und das schreiben wir ja auf den Zettel. Und dann rufen wir anonym die Bullen an und sagen, da ist eine Frau im Verwahrlosen, eine alte arme Frau. Das wird die nicht interessieren, die Bullen. Richtig. Die Frau dann ist offiziell nicht am Verwahrlosen, es kümmert sich das Horizon Project und eine... Wir können es der Horizon Project geben. Möchtest du was mit Horizon Ich glaube, haben? Ehrlich gesagt, die Bullen werden sich da mehr drüber freuen, weil es gibt jetzt, weil die immerhin irgendwie noch nach Möglichkeiten suchen, möglichst gut aus der ganzen Geschichte mit den privaten Sicherheitsgedönsern und was weiß ich was rauszukommen. Stimmt. Und diejenigen, die jetzt noch was liefern quasi und jetzt noch ein paar Sachen liefern, haben eine höhere Chance, hinterher irgendwo anders untergebracht zu werden, als diejenigen, die jetzt gar nichts mehr tun. Dann geben wir es dem Typ von der Tanke. Der sagt dann, achso, was, die hat, ich glaube, die soll ein paar Morde begangen haben, oder was? Steuerhinterziehung! Kapitalverbrechen?
Kapitalverbrechen werden schlimmer angesiedelt mit Gefängnisstrafen, als das, wenn du ein kleines Kind abmurkst. Ich weiß. So. Kinder sind ja auch nichts wert. Das Shit. Mhm. Kinder sind ja auch nicht viel wert. Kriegt man höchstens alle paar neun Monate neu. Aber die GILFs, ne? Die, also. Ja, dann lass uns das so tun. Ja. Dann geben wir die, dann senden wir die Daten anonym an die Polizei. Wenn ihr wollt, können wir das mit diesen Worten auch getan haben. Das wäre für mich okay. Dann musst du uns jetzt erklären, was die Quintessenz in deiner Welt ist. Die Polizei, also das wird an die Stelle 42. gegeben, die für Sinn und für die für Steuerhinterziehung zusätzlich ist. Die sagen, die werden das bearbeiten. Es wird vermutlich ein bisschen dauern, aber ihr werdet einfach mal mitschneiden, dass wenn du nochmal nach der Sinn von Frau Trabioff suchst, der Jungen, dass es die einfach nicht mehr gibt. Mhm. Viel mehr wirst du natürlich nicht mitkriegen. Mhm. Ist nicht in den Nachrichten, dass die Bullen sagen, hier, guck mal, wir, voll gut, haben eine riesen Steuerhinterziehung aufgedeckt. Sagen wir es mal so, damit gäben sie auch zu, dass sie jahrelang eine riesen Steuerhinterziehung und eine gefälschte SIN nicht aufgedeckt haben. Das wäre auch nicht ganz so günstig. Außerdem, die SINs verwaltet ja auch zum Teil, jedenfalls das staatliche SIN-Registrierungszentrum verwaltet Neonet und die haben gerade gar nicht so ein großes Interesse daran, die Bullen gut dastehen zu lassen. Okay. Dann nicht. Also was, in 2 Wochen hören wir dann, dass es keine Frau Trabioff mehr gibt. Das war jetzt ungefähr so ein Tropfen auf den heißen Stein. Na, also was die Polizei angeht. Aber das ist halt, die haben sie dann schon mal ein bisschen geärgert. Das ist doch schon mal okay. Ja, ich möchte die aber halt eigentlich nicht zu viel ärgern, weil irgendwann geht die uns dann auch auf den Karren, ne? Das wird die früher oder später sowieso tun. Da müssen wir also vorkommen. Ich sag mal, so entweder sie wird irgendwas tun oder sie wird einfach die Füße stillhalten, weil sie ganz genau weiß, dass sie sich auf Dauer keine Freunde damit macht, wenn man sie wirklich, was heißt nein, keine Freunde damit macht, ist untertrieben. Dass sie sich eine Menge Probleme einhandelt, wenn die jetzt zu viel macht. Denn auch wenn ihr die Fleischer helfen, weiß sie ganz genau, dass sie vermutlich A, Probleme mit uns und B, wenn sie zu viel Scheiße baut, auch Probleme mit den Falcons kriegt. Die sind auch ein bisschen sauer. Und Gunfist haben sie auch gefunden. Also ich sag mal, die Tatsache, dass wir oder zumindest Jojo und damit auch ihr relativ nah an der Gang sind, ist auch ein gewisser Schutz für uns. Ja. Weil sie sich damit auch nicht zu viel erlauben kann, weil die einfach auch genug Kontakte haben, dass man sie finden kann. Es ist zwar schwer, aber wenn sie die Stadt nicht verlässt, kann man sie finden. Okay. Also abwarten und Tee trinken. Also, ja, was anderes bleibt, glaube ich, einfach nicht im Augenblick. Weil irgendwie im Moment noch zu viele Unbekannten, auch zu viele Sachen da sind. Irgendwann kann sie halt da nicht mehr bleiben, irgendwann wird sie da nicht mehr bleiben und dann haben wir halt ein Rankommen. Aber so wie es im Moment aussieht, haben wir einfach kein Rankommen an die Tussi, weil an die Finanzsachen kommen wir nicht ran. Dann warten wir jetzt einfach und hoffen auf den Fingerzeig des Schicksals. Schön ausgedrückt. Ja. Ich habe noch überlegt, wie ich Trollis Namen da jetzt reinbauen kann, aber es ist mir nicht eingefallen. Bei Odins Hoden, lass das. Oh. Ja. Was kann man noch machen? Ich bin nur traurig, dass die schöne Map jetzt für nix und wieder nix da war. Denkst du, wie traurig ich war, die ganze Scheiße zusammenzuschreiben und eine ganze Map? Ja, aber okay, so lange hat es nicht gedauert. Ja, es ist, Ja, jetzt mal ehrlich, liebster Spielleiter. Jetzt mal ehrlich, als Spielleiter bist du immer darauf gefasst, dass du etwas umsonst machst und das ist auch okay, weil das Tun Richtig. Macht dir doch als solches Spaß. Tust es? Ja. Hallo, wieso würde ich denn 10.000 Sachen schreiben, wenn ich da auf keinen Bock hätte? Ich quäl mich da nicht durch. Geltungsbedürfnis. Ja, hallo. Hallo, aber klar. Ganz kurz noch, pass auf, ihr fahrt ja dann nach Hause, nehme ich an. Jupp. Jupp. Gut. Und
Tamar kommt dann bei sich rein und sieht eine Frau in Polizistenuniform, die lässig die Waffe auf dem Tisch hat, bei dir sitzt. Mit der anderen Hand löffelt sie fleißig an deinem Nachtisch, den ihr für heute noch zurückgestellt hat. Es scheint dir gut zu schmecken. Die hat ein etwas längliches Gesicht, braune Haare, so ungefähr schulterlang, vielleicht ein bisschen länger. Sie trägt schon sportlich aus, aber jetzt nicht übermäßig krass. Sie ist keine offensichtliche Cyberware. Hat eine sehr ruhige Haltung und lächelt sich freundlich an, als sie auftritt. Jetzt kommen wir in den Kampf. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Um mit Rollis Worten zu reden. Alter, was ist los? Oder was ist denn hier los? Ja, ich entschuldige mich dann mal lieber fürs Intro. Den Ausraster, den ich ja gestern Abend noch hatte. Und lasse ihn trotzdem drin, weil wir verschleiern nicht die Schönheit unserer Podcasts. Gut, ich mach's kurz. War wieder auch eine sehr lange Folge mit 1,45 jetzt schon drüber. War ja auch recht ereignisreich, deswegen recht lange. Gute Ideen. Gute Ansätze, schöne alte Frau, vor allem der Trolli, der verkörpert die so wunderbar. Und deswegen auch jetzt der Session-Namen. Das macht Sinn, ne? Gut. Beim nächsten Mal gibt's dann eine Aufklärung, was es mit dem ungewöhnlichen Besuch zu tun hat bei Kaban zu Hause. Das Witzige war, das wurde an einem Abend, also sprich jetzt dieser Cliffhanger, der jetzt quasi kommt für die nächste Folge, ist an einem Abend entstanden, an dem wir nicht mehr weitergespielt haben. Das heißt, Kaban hatte richtig Bock, dass er erfährt, was los ist, weil, ne, wenn bei dir jemand zu Hause sitzt, das war bisher für Billy und Jojo nicht so gut ausgegangen. So gewisse Fleischersachen sind da ja schon mal passiert. Wie das jetzt weitergeht bei Kaban, das werdet ihr dann nächstes Mal hören. Wobei der Spielleiter da auch nicht so freundlich zu ihm war und einfach mal die anderen lieber noch abgeändert hat, bevor es bei ihm weitergeht. Aber das hört ihr dann in der nächsten Session. Gut, Common Creative License 4.0, da laufen die White Russians drunter, das sind wir. Ihr dürft euch also gerne Stücke daraus ausschneiden, dürft die gerne wiederverwenden, dürft die dann irgendwie anhängen oder benutzen oder veralbern oder schneller laufen lassen oder was auch immer. Wenn ihr dem aber so tut, dann müsst ihr bitte ein Label anhängen, dass das von uns kommt. Des Weiteren ist die Tops Incorporated alleiniger besitzergreifender Besitzer von der Marke Shadowrun zusammen mit Catalyst Labs. In Deutschland werden die Rechte vertreten durch den Pegasus Verlags GmbH Gedöns. Das Intro-Lied ist vom Instrumental Chor mit dem Lied Let It Snow. Und das Outro-Lied ist das Jake Lee Project mit This Is Halloween. Übrigens alle ganz lieben Dank, dass ihr mir mal auf was geschrieben habt, jetzt auf WordPress, dass ihr euch das auch gut gefällt. Also der Snowcat hat ja mal den Anfang gemacht und hat Eisbär weitergemacht. Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir einen Eisbären und eine Snowcat. Haben die beiden eigentlich was miteinander zu tun? Ich lasse das mal so stehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.